Hey Leute, Matteo hier. Ich will euch gar nicht lange von der aktuellen Podcast-Folge abhalten, aber ich bin selber gerade vom Schichtdienst kommen. Ich habe ein absolutes Mittagstief und gehe jetzt dann ins Training. Deswegen gibt es für mich erstmal einen schönen Scoop Galenicus. Kann ich euch nur ans Herz legen, vor allem an die Schichtarbeiter. Wie gesagt, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Mit dem Galenicus ein Scoop. Ihr habt einen mega Drive während dem Training, der Fokus ist top und ihr habt einen mega geilen Pump. Deswegen zuschlagen, solange der noch im Shop ist und ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Galenicus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Galenicus. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Galenicus Podcasts. Heute zu Gast darf ich begrüßen keinen geringeren als Jean-Pierre Fuchs, eines der, ich würde mal sagen, ersten Massemonster aus der Dachregion. JP, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Galenicus Podcast. Freut mich sehr. Danke, dass du mich hier hast. Ich war das dritte Massemonster. Wer waren die ersten beiden? Auf das vierte. Ich glaube, Dorian, dann hatten wir Nasser und Paul Dillett. Und dann kam stimmt, Nasser kann man als Deutschen zählen. Ich meinte aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Okay, dann bist du wahrscheinlich so unter, bist schon einer der Ersten, muss man sagen, oder? Ja. Dann ist Nasser und ich, wenn man Nasser zählt, und dann der Markus auf meinen Fersen. Ja. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass es so unkompliziert geklappt hat. Wir können vielleicht erstmal die Zeitverschiebung zwischen uns aufgreifen. Bei mir ist Abend, bei dir ist Morgen. Du bist gebürtig, zwar aus dem deutschen Teil der Schweiz, wenn ich das richtig recherchiert habe, lebst mittlerweile in den USA. Wo genau hast du deine Zelte aufgeschlagen und seit wann ist dein Lebensmittelpunkt in Amerika? Ich lebe in Palm Springs. Ich bin hier 1999, vor 23 Jahren, hingezogen. Zuerst bin ich nach Los Angeles gezogen. Und dann ein halbes Jahr später, nach dem Olympia 99, nach Palm Springs gezogen. Das ist so 2 Stunden im Inland, in der Mitte der Wüste. So eine Wüstenoasis, ist paradiesisch hier. Das heißt, du hast sehr warm gerade. Well, ist ein bisschen kälter als normal. Bei uns hat so 23 Grad in der Nacht, weil es in der Wüste ist, wird es ziemlich kalt. Es geht so auf 10 runter, So bei uns ist Hochsaison und dann im Sommer wird es brutal. Da geht es dann auf 45, 50 hoch. Mhm. War Bodybuilding damals der Hauptgrund damals für dich in die USA auszuwandern? Das war ja noch innerhalb deiner aktiven Laufbahn, oder? Ja, das ist korrekt. Das ist richtig. Der Hauptgrund eigentlich war, Bodybuilding war der Hauptgrund, um nicht in die USA zu ziehen. Weil in der Schweiz ging es mir eigentlich ziemlich gut. Ich hatte alles, was ich brauche. Jedes Mal, wenn ich hierher kam, ich habe hier jeweils so 6-7 Wochen vor dem Olympia trainiert, hat es mir überhaupt nicht gefallen. Nichts hat mir gepasst hier. Ich war einfach so im Hotel, im Studio dreimal und bin ich vielleicht das Lebensmittel einkaufen gegangen. Und ich habe das Land gar nicht gekannt. So, ich habe so eine typische, so eine Schweizer Einstellung gehabt. So alles außerhalb der Schweiz ist irgendwie, geht ein Bach runter. Gell? You know? Ja, schau, hier ist ein Abfall, ein Stück Abfall und so Sachen. Gell? Dann 98 wollte ich an der Night of Champions starten, oder 99. Habe mich dann aber verletzt. Und ich hatte den Trip schon gebucht, kam nach Kalifornien. Wusste nicht, was ich mit der Zeit machen soll. Ich habe ein Auto gemietet und bin die Küste rauf und runter gefahren und habe mich total in das Land verliebt. In die Einstellung der Leute, you know, wie die positiv sind, die Landschaft mit den Bergen auf der einen Seite, das Meer auf der anderen Seite. Ich bin dann nach Hause und habe meiner Freundin zur Zeit, der damalige Freundin, gesagt, wir ziehen nach Amerika. Sie sagt, auf keinen Fall, kommt gar nicht in Frage. Gell? You know? Und dann 6 Wochen, 7 Wochen vor dem Olympia bin ich hierher gezogen. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zwischen den USA und der, man kann schon sagen, doch eher ruhigen Schweiz? Okay, ich meine, das sagen wir mal 20, vor 20 Jahren. Ich meine, hier in der Mitterzeit einige Sachen
Sachen gehen schief hier. Mhm. Es hat sich sehr verändert, wenn es um Heimatlosigkeit geht und so Sachen. Aber vor 20 Jahren, in der Schweiz, wenn du jemanden fragst, was sind deine Ziele, was machst du? Ja, ich arbeite in der Firma, ich muss jetzt noch 10 Jahre machen oder 15, dann werde ich pensioniert. Hier hat jeder so irgendeinen Traum, auch wenn es total unrealistisch ist. Weißt du, so jeder hat so irgendwie so, ja, dann mache ich noch das und dann noch dieses und dann mit meinem Schwiegervater kaufe ich Trailerparks und dann, jeder hat so irgendwie einen Traum. Und wenn der Traum auch so unrealistisch ist, wie ich gewinne in der Lotterie, weil jeder hat so irgendwas Verrücktes, am Laufen. Das hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Und auch hier, wenn du mit Muskeln oder mit irgendetwas Speziellem auftauchst, dann sind die Leute fasziniert. Da wurde ich angesprochen. Ich kann mich erinnern, meine erste Reise nach Atlanta zum Olympia 95, hat mich da so ein Typ am McDonald's gestoppt. Ich sage, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe kein Wort Englisch verstanden. Und mein Freund, mein Kumpel, ein Österreicher, der Jürgen, hat mir dann gesagt, hey, der macht dir ein Kompliment. Und ich sagte, warum? Warum? Weißt, in der Schweiz war das irgendwie anders. Da war so mehr so ein Getuschel hinter deinem Rücken. So, der wird sterben, seine Brust wird hängen, wenn er aufhört und so Sachen. So, das hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Weißt du, so die positive Einstellung der Leute. Darum bin ich eigentlich hierher gekommen. Nicht unbedingt Bodybuilding. Meine Bodybuilding-Karriere war so ziemlich am Ende 99. Ich hatte schon keinen Spaß mehr zu trainieren. 99 wollte ich ja nicht mal mehr mitmachen. Mhm. Dann war das relativ schwierig. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, kam dann in die USA, total außer Form. Und ich kann mich erinnern, vier, fünf Wochen vor dem Wettkampf hatte ich so eine Videoaufnahme mit Nasser. Mhm. Wir waren sehr gut befreundet und Nasser sagt zu mir, geh nicht auf die Bühne dieses Jahr, du bist fett wie ein Schwein. Ich war auch mehr irgendwie damit beschäftigt, ein Haus zu finden und mich einzuleben hier. Dann ging ich aufs Büro beim Weider und dann hat man mir mitgeteilt, dass entweder starte ich am Olympia oder der Vertrag sei weg. Mhm. Aber ich brauchte einen Vertrag für die Migration. Also ich konnte nicht einfach hierher ziehen ohne einen Vertrag oder ohne irgendwas in der Hand. Und dann ganz am Schluss habe ich dann noch so schnell probiert, mich da so in eine halbwegs okay Form rein zu keiner begeben. Aber es war totaler Witz. Ich war so total aufgebläht. Ich bereue das unwahrscheinlich. Ich hätte meinen Grund stehen sollen. Weil, gut, ich habe natürlich nicht gewusst, dass mich da die Bilder für die nächsten 30 Jahre auf YouTube und wo immer verfolgen. Gell? Aber so in einer schlechten Form mit einem aufgeblähten Bauch auf dem Olympia, auf der Olympiabühne zu stehen, Letzter zu werden, das ist nicht, wie ich das geplant hatte. Aber okay, ich wollte die Green Card, ich wollte in den USA bleiben, so habe ich es gemacht. Und bereue das unwahrscheinlich. So, meine Karriere war eigentlich zu Ende nach dem 98er Olympia, nach dem 99er Olympia. Du hast es schon gesagt, du bist damals quasi in ein Land gezogen, das dem Bodybuilding sehr viel offener gegenüberstand, als es die Schweiz damals getan hat. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Unterschied im Gegensatz jetzt zu Deutschland. Das ist ja auch sehr konservativ alles, wird viel getuschelt. Lass uns nochmal den Turn mitnehmen, zurück in die Schweiz gehen. Du bist, wenn ich das richtig recherchiert habe, ein 68er Jahrgang. Das war also noch eine andere Zeit als heutzutage. Wie bist du, das war dann in den 80er Jahren, zum Bodybuilding gekommen? Ist ja, der Zugang war erschwerter, muss man sagen, als es heute der Fall ist. Ich wollte Profi in irgendwas werden. Okay. Ich war ein begeisterter Fußballspieler. Mhm. Ich war der schnellste Eishockeyspieler im Kanton oder in meinem Staat. Dann mit etwa, ich war 12, ging ich ins Schwimmbad im Nachbarsdorf Brieg. Der Bademeister war Schweizer Meister im Mittelgewicht. Mit so einem Typ, der hat so ausgesehen wie so Gunnar Rospo. Ich weiß nicht, ob sich die Leute erinnern an Gunnar Rospo, so mit riesigen Vorarmen, so ein richtig, so ein richtiger, einen riesigen Jaw, so einen riesigen Kiefer. Gell? Das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, dass jemand so aussehen kann. Und ich ging da zu dem hin und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie wird man so, wie wird man Bodybuilder? Und ja, natürlich so eine Antwort gekriegt, ja, geh ins Gym, gell, ich ging ins Gym und man sagte mir, dass man müsste 15 sein. Dann ging ich zu meinem Großvater und ich sage, ich will Muskeln haben, ich möchte, Und er sagte mir,
weißt du, die Leute, das sind nicht richtige Muskeln, die pumpen das auf, das so mit einer Pumpe, die gehen da zu einem Ort hin und die pumpen mit Luft die Muskeln auf, da ist keine Kraft, nichts dahinter. Aber ich habe so hier so ein Gerät, da hat der so ein Expander, hat das gerade geheißen, mit so, ja. Und dann noch so das Gegenteil, um es zusammenzudrücken, der hat das im Keller. Da habe ich da so angefangen mit so Klimmzeugen und habe das die Geräte gebraucht, aber natürlich hat überhaupt nichts funktioniert. Ja, ich habe mich da mehr verletzt als irgendwas anderes. Und an meinem 15. Geburtstag war ich im Studio. Dann habe ich so ein professionelles Training gekriegt vom Leichtschwergewichts-Schweizer Meister. So vom ersten Training an habe ich professionell trainiert. Ich ging nie ins Studio, ich möchte jetzt fit werden oder irgendwas. Ich habe aufgehört, Fußball, Eishockey zu spielen. Mhm. Und ich habe dem am ersten Training gesagt, als ich die Bilder mir angesehen habe von den Bodybuilding-Stars, ich möchte viel besser sein als die Leute da oben. Ich möchte viel riesiger sein. Und er hat so, okay, ja, schon gut. Gell? Und ich war voll dabei vom ersten Training. Klar, aber ich hab gewusst, wie zu trainieren, früh rein. Das war so ein faszinierendes Studio. Da waren etwa 6 oder 7 Schweizer Meister in dem Studio. Mhm. Und jeder hat so eine großartige Muskelpartie gehabt. Wir haben den People gehabt mit der riesen Brust, wir haben den Typen gehabt mit den riesen Beinen. So war es dann für mich ziemlich einfach, dass irgendwie so, okay, diesen Typ frage ich, wie man die Beine trainiert, diesen die Brust, so habe ich mir das Programm zusammengestellt. Das Einzige, was ich nicht wusste, ist, dass man dann noch was essen muss. Kurz rein habe ich gesehen, dass die Holländer die Deutschen geschlagen haben beim Mannschaftsposing an der Weltmeisterschaft. Mhm. Das war so, die Deutschen waren so in Europa die Großmacht im Bodybuilding. Dann habe ich mit einem Freund, bin ich sofort nach Holland raufgefahren, sind dann die Studios rein und haben angefangen, Fragen zu stellen. Und dann habe ich gesehen, die Leute sind fett, die essen den ganzen Tag. Ich war immer definiert und da kam ich dann so, kamen dann die nächsten Schritte, erste Proteinpulver. Bei mir, jede kleine neue Sache war wie so ein neues Leben. Weißt du, ich habe gedacht, nach der zweiten Proteinbüchse bin ich wahrscheinlich Schweizer Meister. Nach der dritten gehe ich an die Weltmeisterschaft. Ich bin so gewachsen. Alles ging so schnell. Und mit 16 habe ich mich dann entschieden, ich muss auf die Bühne. Ich habe gedacht, ich bin wirklich gut und meine Eltern, die haben das gehasst, weil mein Vater war so ein Fußballfan, der hat das nicht begriffen, dass ich jetzt da irgendwie Fußball auf die Seite lege und dann bin ich da an meine erste Meisterschaft gefahren mit 16. Was waren am Anfang deine Vorbilder? Zu wem hast du aufgeschaut? Das war eigentlich ja noch voll die Arnold-Ära, kann man sagen. Nein. Die Arnold-Ära war durch. Mein Vorbild waren mehr so lokale Bodybuilder. Okay. Und dann mit 15, wir hatten so eine Veranstaltung in der Diskothek, wo man so eine Disco gehabt hat. Und dann hat man verkündet, der stärkste Mann der Schweiz kommt hier für ein Gastposing. Sein Name war François Gay. Er war Achter an der Weltmeisterschaft, ein Schweizer Meister im Bodybuilding. Mhm. Als der Typ reingelaufen ist, er hat mir echt die Sprache verschlagen. Ich habe sowas nie erwartet. Ich habe gedacht, der sei 500 Pfund, also der war 300 Kilo. Ich habe so mit offenem Mund habe ich dem da zugeschaut, wie er post, wie er sich mit den Leuten abgibt. Er war so ein netter Kerl, so ein Gentle Giant. Mhm. Und das hat bei mir dann bestätigt. Ich möchte so sein wie der François. Dann ging ich an die erste Schweizer Meisterschaft als Gast. Hinter der Bühne habe ich so einen Typen gesehen, Jean-Luc Favre. Mhm. Der war dann im 1989 wurde der Weltmeister. Der war bis heute wahrscheinlich einer der besten Junioren, den ich je gesehen habe. Und das waren so meine ersten Vorbilder. Eigentlich nicht. Gut, ich habe das Buch gelesen, Mein Leben als Bodybuilder oder irgend sowas vom Schwarzenegger. Mhm. Und hat mich natürlich beeindruckt. Aber meine ersten Vorbilder waren eher mehr so die Schweizer Meister und diese Leute. Mhm. Wie lange hat es insgesamt gedauert, bis du
vom Gym zum ersten Wettkampf gekommen bist. Es war ja dann nicht lange, erst mit 15 angefangen, 16 erster Wettkampf, und der war nicht so zufriedenstellend, kann man sagen. Ich habe eigentlich ziemlich gut ausgeschaut, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie man so eine Diät macht. Mhm. Bei uns im Gym, die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, ist ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, um Informationen auszutauschen. Jeder behält sich da ein bisschen die Sachen für sich. Genau. Ich habe zwar gesehen, wie die Leute trainieren, aber dann hat man so einen Tipp hier gekriegt, einen Tipp da gekriegt, aber das gab es eigentlich nicht, dass jemand, okay, sitzen wir mal hier und schreiben wir mal einen Plan. So habe ich die Idee gehabt, anstatt Wasser Orangensaft zu trinken. Mhm. Ich habe irgendwie in meinem Kopf als 15-Jähriger, Orangensaft ist gesünder als Wasser. Und dann habe ich so total die Form zerstört, die ich eigentlich hatte. Ging dann an den Wettkampf hin und ich habe meinen Eltern gesagt, heute fängt das neue Leben an. You know, ich komme dann zurück als Sieger dieser Meisterschaft und mit den Pokalen. Und wir kamen dann zu spät an, konnten nicht aufpumpen, sind ohne Farbe bin ich auf die Bühne gerannt. Die waren schon im Line-up und habe den letzten Platz gemacht. Mhm. Ich wurde total zerstört. Ich meine, ich hab reklamiert, dass die ersten zwei seien gedopt. You know, das ist eine Frechheit. Der Präsident hat mich nur so angeschaut. Der einzige Grund, warum ich eigentlich mit dem Präsidenten reden konnte, der war von meinem Heimatskanton, von meinem Staat. Ich sage, das ist ja eine Schweinerei, die nehmen Doping, und hat natürlich nichts mit Doping zu tun gehabt, ich war fett. Und ich wollte dann einfach zumindest einen Pokal haben. Ja, und dann ist da die berühmte Geschichte, dass ich da einfach so einen Pokal mir geschnappt habe hinter der Bühne und den heimgenommen habe. Und als ich zu Hause ankam, habe ich den Pokal auf den Tisch gestellt. Hier, ich habe es dir gesagt, gell, total gelogen, ich habe gewonnen. Und zur gleichen Zeit hat das Telefon geläutet und der Schweizer Bodybuilding-Verband war am Telefon, dass ich den Pokal, den ich gestohlen hätte, zurückbringen solle. Oh, mein Gott, you know. Natürlich hat sich das dann bei meinen Eltern so bestätigt. Mein Vater hat mir dann gesagt, ich habe dir doch gesagt, das Bodybuilding ist nur für Leute im Gefängnis, und du endest im Gefängnis, wenn du das weitermachst. Und okay, ich habe gewusst, ich brauche mehr Zeit. Ich habe dann 3 Jahre trainiert, bis ich wieder auf die Bühne gegangen bin. Mhm. Wie lange hat es gedauert? Also wann hast du damals deine Pro-Card bekommen und wie hast du die Pro-Card bekommen? Also wie lief das zu der Zeit ab? Das war ja ein anderes System als heute, auch mit der Olympia-Qualifikation beispielsweise. Die Pro-Card habe ich 1994, das wäre dann 7, 8 Jahre später nach der Anfängermeisterschaft. Ich bin dann 89 an die Schweizer Meisterschaft Junioren gegangen, habe gewonnen und dann habe ich das Nationalteam gemacht, die besten 4 in der Schweiz, bin nach Paris gefahren und das war eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich bin in Paris zwar nicht in die ersten 15 gekommen, ich war 20 Jahre alt, aber nicht, weil ich nicht gut genug war. Ich habe so eine 7 Monate Diät gemacht, habe alles total wegtrainiert, habe aber gesehen hinter der Bühne, dass so wie ich vor ein paar Monaten ausgeschaut habe, könnte ich hier leicht in den ersten 4, 5 sein. Zwar nicht den Charles Faber schlagen, der überlegen Weltmeister geworden ist, aber ich habe gesehen, das ist wirklich was drin für mich hier. Ich war nicht sehr beeindruckt, halt, wie die Jungs ausschauen. Und dann habe ich dann nochmal 2, 3 Jahre gewartet, ging dann nach Korea zur Weltmeisterschaft, habe wieder total so über Diät gemacht, neben den Schuhen gestanden, viel zu leicht. Günter Schlierkamp hat gewonnen, Stefan Hertel war Zweiter, ein Typ aus Schweden war Dritter und somit in einer total miserablen Form, weich und dünn, bin ich 4. geworden. So, ich wusste, wenn ich so halbwegs einige Fehler vermeide, nur halbwegs und so halbwegs auf der Bühne stehe, gewinne ich die Weltmeisterschaft ziemlich leicht. Now, ich muss nicht mal irgendwie top sein, ich muss irgendwie so halbwegs, und dann als Profi, dann bin ich wenigstens Profi. Ein Jahr später ging ich zurück zur Weltmeisterschaft, ging wieder rein, viel zu leicht, aber habe trotzdem gewonnen.
Das war 94 und da ich den Gesamtsieg gewonnen habe, war ich direkt für den Mr. Olympia 1995 qualifiziert. So, habe dann trainiert wie ein Wahnsinniger. Ich meine, da ging ich nach Hause und habe das Programm für das Profiprogramm den nächsten Tag angefangen. Und nicht einen Tag Pause, trainiert wie ein Wahnsinniger. 95 habe ich gedacht, dass ich nicht gut genug sei, um am Olympia zu starten. War ein Riesenfehler. Bin nach Atlanta geflogen, um mir das anzuschauen. Und habe gesehen, oh mein Gott, ich hätte hier starten sollen. Ich habe so viele Fortschritte gemacht. Also, ich habe nicht so viele Fortschritte gemacht, wie es auf den Bildern ausschaut. Ich habe einfach zu viel Diät gemacht für den 94er Mr. Universe. 96 war ich dann nicht qualifiziert. Ja, die Qualifikation war nur für ein Jahr. So ging ich an die Arnold's Classic 96 und zum ersten Mal bin ich viel zu schwer auf die Bühne. Ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wie das läuft. Ich hatte den super Körper, habe wirklich so genial ausgeschaut, 4-5 Wochen vor Wettkampf und dann habe ich keine Ahnung gehabt. Ich weiß auch nicht, warum ich mir dann keine Hilfe geholt habe. Du hast alles alleine gemacht, oder? Alles. Ich habe von der Sportrevue, was immer ich gefunden habe. Ein paar Jahre vor habe ich so ein Programm gefunden, Barry DeMay, die letzte Woche. Und dem bin ich da gefolgt. Keine Ahnung. Nach dem Wettkampf, auch wenn ich nicht gut war, habe ich nie irgendwie analysiert, warum ich nicht gut war. Ich habe immer gedacht, nächstes Jahr bin ich so viel besser, weil ich bin so schnell gewachsen. Ich werde dann so viel besser sein, das wird gar keine Frage mehr sein. Anstatt zu analysieren, hey, was ist los? Warum fulfillst du nicht dein Potenzial? Ja? Am 96er Arnold's Classic, ich mache mich genau erinnern, das Teilnehmerfeld war unglaublich. Ich meine, Jean-André war Fünfter, Münzer war, glaube ich, Sechster oder Siebter. Tschurloch in seiner vielleicht besten Form war Siebter oder Achter. Und dann Porter Cortrell, der Zweite an der Night of Champions war Achter, ich war Neunter. Aber das habe ich am Abend vor dem Wettkampf, ist so ein Juror zu mir ins Zimmer gekommen. Und der hat dann das ganze Hotel zusammengetrommelt. Jim Mannion, all die Leute sind da rein um mich rum und die haben noch nie jemanden so riesig gesehen. Ich kann mich erinnern, Jim Mannion, Vanderbilt hat mir gesagt, well, du brauchst noch etwas Feinheiten und so, aber du kannst Mr. Olympia sein. Dann, der Wettkampf ist nicht gut gelaufen, weil ich nicht in der Form war, die das verlangt hat, aber ich kann mich erinnern, in einer lokalen Fernsehstation hat man Aufnahmen gezeigt nach dem Prejudging. Ich war im Hotel und ich habe mir das so angesehen, die Footage von hinter der Bühne. Und ich habe gesehen, dass ich zweimal größer bin als alle anderen, das including Paul Dillette. Dann ging ich, ich habe Joe Weider kennengelernt an dem Wettkampf und man hat mich eingeladen, an den Wettkampf zu gehen, eine Woche später in San Jose. Und das war so einer der verrücktesten Wettkämpfe, denen ich je teilgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Auf dem Flug, im Flugzeug. Was mit dem Magen oder mit dem Darm, oder? Ja. Ich meine, ich bin fast gestorben auf dem Flugzeug. Ich habe dann irgendwie Angst gehabt, dass irgendwas, kann mich erinnern, Flex Wheeler kam zu mir im Flugzeug, sagt, hast du Diuretika genommen? Sag ich, nein, ich nehme keine Diuretika, weil ich habe keine Diuretika genommen. Ja. Und er sagt, dann bist du okay. Ja. Ihr wurdet auch getestet damals auf Diuretika sogar, oder? Das war noch die Zeit teilweise. Nicht an der ersten Arnold Classic. Das hat dann bei Mr. Olympia später im Jahr angefangen. Die Diuretika, Clenbuterol und so die Recreational Drugs hat man getestet, aber nicht an der Arnold Classic. Dann in Kalifornien, ich konnte einfach, was immer ich gegessen habe, ich konnte es nicht verdauen, da war wie so ein Stein auf meinem Magen. Am 2 Uhr morgens war es so schlimm, dass wir einen Doktor bestellen mussten. Ein Doktor, der mit dem Hotel zusammenarbeitet, kam dann ins Hotel,
kann mich erinnern, am 2 Uhr morgens so ein Araber mit einem Turban, kam in mein Hotelzimmer rein. So als Schweizer, weißt du, da bist du irgendwie nicht gewöhnt an die verschiedenen Kulturen und all die Sachen. Ich habe gedacht, jetzt bin ich tot, als der Typ reinkam. Der war jedoch sehr gut, der hat direkt erkannt, was los ist, hat mir so Kohlentabletten gegeben, hat mir gesagt, look, du hast eine Blockage, du musst das auflösen. Trink nur Säfte. Für 4-5 Tage, aber keinen Apfelsaft. Ich kann mich genau an das erinnern. Alright, ich bin ins Geschäft, habe dann so die verschiedenen Säfte gekauft und habe die getrunken, habe trainiert und ich habe so viel Wasser verloren. Ich meine, innerhalb von 3-4 Tagen habe ich habe noch nie so ausgesehen. Gell? Dann so einen Tag vor dem Wettkampf habe ich probiert mit ein bisschen Reis. Ich habe es noch ein bisschen gespürt auf dem Magen, aber war schon viel besser. Und ich konnte eigentlich nicht aufladen. Ich habe das mit den Säften durchgemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich getrunken, bis ich auf die Bühne ging. Und ich habe unwahrscheinlich ausgeschaut. Unwahrscheinlich. Es wurde jedoch nur Fünfter. War ein bisschen politisch. War so Kevin Lebroni und Paul Dillette und Vince Taylor. Ein genialer Churlock. Der Churlock war der absolute Hammer. Ich glaube, es hätte sich niemand beklagen können, hätte Churlock den Wettkampf gewonnen. Churlock war Vierter und ich war Fünfter. So habe ich mich wieder nicht für den Olympia qualifiziert. Ich weiß nicht, ob Churlock hat sich da für den Olympia qualifiziert, weil die ersten drei waren schon qualifiziert. Kann sein, der wurde dann als Vierter qualifiziert. So, Joe Weider hat mich dann aufs Büro eingeladen. Am nächsten Tag bin ich aufs Büro und er sagte mir, er möchte mir eine spezielle Einladung geben für den Olympia. Ich war eigentlich nicht sehr begeistert über die Idee, weil, so was ich so gewusst habe von der Geschichte her, niemand hat sich sehr gut getan am Olympia mit einer speziellen Einladung, zumindest nicht bis zu dem Tag. Hat mich dann jedoch überzeugt, dass mit ein bisschen mehr Feinheiten könnte ich da absolut in den ersten 6 sein. Dann ging ich an Olympia hin und alles war gut, ich habe super ausgeschaut. Und dann die alte Geschichte wieder mit dem Wasser absetzen, Salz absetzen, 3 Tage vor dem Wettkampf, weil ich habe gedacht, ich muss einfach noch schärfer sein als in San Jose. Und dann war ich so wieder so total flach, so das Gleiche wie immer. Und wie es oft ist, wenn du so flach bist, es schaut unwahrscheinlich gut aus im Hotelzimmer. Also so, du bist so hart und trocken. Ich habe kein Gramm Fett gehabt, aber dann auf der Bühne, jedes Mal, ich war mit Nasser hinter der Bühne, wir haben so einen Raum geteilt. Ich habe gedacht, er sei voll fett. Wenn der so da gesessen ist mit seinem, bisschen Fett an der Seite und bei mir, da konntest du nicht mal die Haut zusammen, nicht mal die Hand anfassen, er war so lean. Aber dann auf der Bühne ist eine andere Geschichte, wenn die Jungs trocken sind und voll und rund und ich gehe da so voll flach rein. Natürlich dann noch mit meiner Unerfahrenheit, wenn es ums Posing geht. Ich kann mich genau erinnern, wir waren in dem Line-up und jeder Athlet hat man vorgestellt. Lebroni war zu meiner rechten Seite. Das Licht war auf dem Lebroni, er kam raus und hat da seine Signature-Pose gemacht, die Crab-Pose da. Gell? Ich komme als Zweiter und mache die gleiche Pose. Wie dumm muss man da sein oder unerfahren? Ich hatte so viele gute Posen, aber nein, ich muss die Lebroni-Pose machen. Gell? Und ich war so total flach, wurde Achter. Okay, wenigstens war ich qualifiziert fürs nächste Jahr als Achter. Und am 97 habe ich mich dann voll auf den Olympia konzentriert. Das Ganze, ich habe das analysiert, meine Arme und meine Lats sind Lats sind nicht dick genug. Und wenn ich das hinkriege mit einer besseren Form, Joe Weider hat mir gesagt, du brauchst Hilfe, du musst jemanden haben. Ich hab die Fotos mir angesehen von den Fotoshoots, 3-4 Wochen vorher. Du warst garantiert in den ersten 3. Und dann kommst du an den Olympia und siehst okay aus. Du brauchst Hilfe. Und
irgendwie wollte ich da meine, wie sagt man auf Deutsch, Komfortzone nicht verlassen. Mhm. Ich wollte in der Schweiz bleiben, you know, ich habe kein Englisch gesprochen. Habe dann zum ersten Mal an der FIBO den Chad Nichols kennengelernt. Und der Chad Nichols war nicht ein Coach in dem Sinn. Das hat alles zuerst angefangen mit dem Coaching. Mhm. Und Joe Wieder hat mir seine Nummer gegeben. Und ich bin da in der Schweiz und ich denke mir, okay, jetzt kann ich den da nicht anrufen einfach. Und einfach so eine Ausrede nach dem anderen. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, als ich Dorian kennengelernt habe, wir haben einen Lunch gehabt in New York. Und mit einem gebrochenen Englisch hat er sich lächerlich gemacht über die Amerikaner und dass die da all die Hilfe brauchen und dass sie das da nicht selber ausfinden können und wie er auch alles selber ausgefunden hatte. Wahrscheinlich war das richtig, aber vielleicht hat er mich auch manipuliert, kann auch sein. Kann auch sein, aber ich dachte, das muss man selber ausfinden. So totaler Blödsinn, gell? Hi zusammen, ganz kurze Unterbrechung an der Stelle. Ich möchte die Pause heute gerne nutzen, um euch eins meiner Favorite-Produkte vorzustellen. Und zwar geht es um unseren Galenicus Pump Booster. Dieser enthält sinnvoll dosierte, aufeinander abgestimmte Wirkstoffe, die dein Training auf jeden Fall aufs nächste Level bringen. Wenn du den Pump Booster einnimmst, erhältst du nicht nur einen brutalen Pump in deinem Training, wo du denkst, du platzt gleich, also mir geht zum Beispiel so, mir reicht nämlich auch eine halbe Portion, sondern es schmeckt auch super lecker, fruchtig wie ein Saft und meiner Meinung nach mit einem super Vorteil ist, dass er keinerlei Stimulanzien enthält. Also er ist nicht wie ein Pre-Workout-Booster, der dich mit Koffein vollballert, sondern er enthält, wie gesagt, wirklich überhaupt keine Stimulanzien. Das heißt, du kannst ihn auch spätabends oder nachts oder wann auch immer du ihn nehmen möchtest, nehmen, ohne dass du deinen Schlaf negativ beeinflusst. Ich liebe es. Es ist, wie gesagt, eins meiner Favorite-Produkte von uns. Und yes, probier ihn gerne mal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß weiterhin bei der Folge. Weißt du noch, also du bist ja schon so ein bisschen, kann man sagen, dadurch, dass du dich selber vorbereitet hast, so ein bisschen im Dunkeln getappt. Kannst du dich noch daran erinnern, wann und wie du das damals mitbekommen hast, dass die Profis, die anderen Mitstreiter, ja, dass die nicht nur Hähnchen und Reis essen, um so auszusehen, wie sie aussehen, dass die schon auch so ein bisschen in die Trickkiste greifen? Ich habe den Eindruck, früher war das schon so ein bisschen mysteriöser und geheimnisvoller mit den ganzen Schliffen und Kniffen. Das war, aber als ich dann später mehr rausgefunden habe, habe ich auch erstaunlicherweise herausgefunden, dass mein Programm sehr gut war, okay, wenn es um den Stoff ging. Ich meine, wenn ich jetzt mit den Leuten rede, mit dem Kevin und dem Sean, so viel haben die auch nicht gewusst. Okay. Ja, ich habe immer gedacht, dass die da die totalen chemischen Wunder sind und alles wissen. Die sind viel mehr auch im Dunkeln getappt, als ich zurzeit mir eingeredet habe. Ich glaube, der Dorian war ein bisschen schlauer, wenn es um so Zeugs ging, aber wir hatten da das grüne Buch, you know, mit den Steroiden unter dem Buch, wie hat das geheißen, das grüne Buch. Mhm. Und dann eigentlich so von den Kuren her, von der Diät her, ich habe viel gelesen, war ich da total dran. Es waren so kleine Fehler wie die letzten paar Tage vor dem Wettkampf. Mein Körper stirbt ohne Wasser. Es funktioniert vielleicht für manche. Du nimmst mir das Wasser weg, ich bin so riesig, du nimmst mir das Leben weg. Mhm. Und ich weiß, der Nasser hat 3 Tage nichts getrunken. Bei ihm hat das total funktioniert, aber der Nasser war so wässrig, der war so riesig, eine Woche vor dem Wettkampf. Der ist irgendwie so mit dem, wenn er mich nicht angelogen hat, ich glaube nicht. Ja. Der ist also irgendwie in die Form reingeschlüpft, ohne Wasser, mit den Kohlenhydraten für 3 Tage. Bei mir nimmst du Wasser weg, nimmst Leben weg. Mhm. Und wie gesagt, das habe ich nie richtig so rausgefunden. Ich habe immer nach dem Wettkampf, habe mich auf den nächsten Wettkampf funktioniert und habe nicht irgendwie groß analysiert, was jetzt da falsch gelaufen ist. Ich mag mich erinnern, 97 Olympia. Ich glaube, 3-4 Wochen vor dem Wettkampf, die Jungs haben alle im Gold's Gym trainiert. Ich habe mit dem Chris Lund geredet,
Ich habe mit dem Typ, der die Road to the Mr. Olympia Videos gedreht hat, ich denke nicht, dass ich besser war, 3-4 Wochen vor dem Wettkampf wie die anderen. Ich dachte, dass ich auf einem anderen Planeten war, den der Rest. You know. Der Nasser, ja, der Nasser war sehr, sehr, sehr gut. Der war der bekannte Fototermin in der Flex, in Flex Magazin mit dem Nasser von dem 97 Olympia. Der Nasser war sehr, sehr gut, aber nur von vorne, nicht von hinten. So, ich habe gedacht, wenn ich ein bisschen trockener bin, ja, das schlägt mich in der Front-Double-Weißes-Pose, aber wenn wir uns umdrehen, werde ich den zerstören. So, ich dachte, dass außer den Dorian, den wir nicht gesehen haben, dass ich ohne Probleme gewinnen werde. Das war so meine Einstellung. Und dann ging alles gut. Ich habe mich entladen, Sonntag, Montag, Dienstag bis am Mittwoch um die Mittagszeit rum. Und im letzten Training, Mittwochmorgen, ich war so voller Striche und ich habe dreimal trainiert im Tag mit so hohen Wiederholungen, um all die Kohlenhydrate rauszubringen mit meinem Riesenkörper. Ich war richtig so bereit, um aufzuladen. Und dann habe ich so einen Riesendurchfall gekriegt. Mhm. So, ich konnte kaum das Training beenden. Und dann für die nächsten 2,5 Tage bin ich nicht von der Toilette runtergekommen. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viele Fette genommen während dem Entladen. Mein Magen war sich das nicht gewöhnt. Und ich habe ständig probiert und ständig probiert und ständig probiert, was zu essen. Und es ging einfach nicht. Es kam alles wieder raus. Und das Pre-Judging war dann Freitag um die Mittagszeit. Ich war so total leer, wieder wässrig. You know. Aber da man den Wunderkörper nicht total zerstören konnte in zwei Tagen, war ich gleich so in der zweiten Callout, keiner Sechster, Siebter, so irgendwo rum. Aber der Chris Lund hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, als ich auf die Bühne ging. So, was ist passiert? Mhm. You know, gleich mit dem Albert Busek. Busek war bei mir im Studio, bevor ich in die USA gereist bin. Hat da also ein paar Aufnahmen gemacht, 5-6 Wochen vor dem Wettkampf. Und er dachte, oh mein Gott, das ist wenn du auf die Bühne gelaufen wärst, ist, wie du vor 5 Wochen im Studio ausgesehen hast, erstens, drei, kein Problem. So, jetzt bin ich da wieder irgendwo auf dem 6., 7. rum. Am Schluss, ich war 7. im Pre-Judging. Dann hatte ich noch einen Tag bis ins Finale. Und endlich hat dann mein Magen angefangen, so irgendwie etwas die Kohlenhydrate wieder aufzunehmen. Und habe da so ein bisschen essen können. Und war dann sehr gut eigentlich im Finale, wurde 5. im Finale, aber es war zu spät. Ja, es war einfach zu spät. Als ich von der Bühne gelaufen bin, Joe wieder hat mir gesagt, du bist der zweitbeste Bodybuilder auf der Welt in diesem Moment. Aber es war einfach zu spät. Ja. Mhm. So, irgendwie konnte ich keine Lehren ziehen von dem 97er Olympia, weil mit dem Durchfall, you know, ich habe da irgendwie nicht irgendwie da jetzt, es war das Wasser. Ich habe einfach, es war der Durchfall. Ende, you know. Ohne Durchfall hätte ich gewonnen. Natürlich nicht Wasser zu trinken, habe ich da mit dem Durchfall zusammen, you know. Einfach so viel ist falsch gelaufen, ist irgendwie im Nachhinein schade. You know. Und 98 bin ich dann zur Arnolds Classic und war eigentlich mit Flex Wheeler und Nasser der Favorit. Und zum ersten Mal hatte ich keine Motivation. Mhm. So, ich bin aus dem Olympia raus und da so 2-3 Wochen ein bisschen locker genommen, dann sofort in der Vorbereitung für den Arnolds Classic. Und ich habe das noch nie so erlebt. Ich habe Wettkämpfe gemacht, seit ich 16 Jahre alt bin, immer voll motiviert. You know, ich konnte nicht warten, jeden Tag wieder ins Studio zu gehen. Zum ersten Mal wollte ich das nicht machen. Und mein Gehirn hat das so mir Streiche gespielt, dass ich zu dünn bin. So, ich wurde so fast wie so ein kranker Mann jetzt zum ersten Mal. Irgendwie mein Gehirn, dass ich jetzt da essen müsse. Und dann bin ich da so am Morgen früh so in ein Frühstücksbuffet gegangen. Und das ist 4-5 Wochen vor der Arnolds Classic. Hab da so riesige Fressorgien, you know, abgelassen. Da bin ich aufs Velo für 5-6 Stunden und bin da so umhergetrottelt. Und ich war irgendwie, mein Gehirn war krank. Ich war ein kranker Mann zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal. Und dann hat man dann zum ersten Mal gesehen, dass sich mein Bauch aufgebläht hat. You know, I think from all this im Essen. Heute, you know, dazu mal,
wenn man zum ersten Mal sowas gesehen hat, bei mir war dann immer so, das sind die Wachstumshormone, zu viel Insulin, ist alles Quatsch. You know? Es war einfach das ständige Überessen zur 98er Arnold-Klasse. Ich war 5-6 Stunden am Tag auf dem Fahrrad. Am nächsten Morgen habe ich mir wieder wie eingeredet, ich müsste jetzt wieder ins Buffet gehen. Keine Ahnung, was da bei mir los war. Ging an die Arnolds-Klassik, wurde Vierter. You know, auch wenn ich der drittbeste Athlet war, you know, der Bauch war gebläht zum ersten Mal. Die haben den Vince Taylor für mich gestellt. Ich war im ersten Vergleich mit dem Nasser und dem Wheeler, aber der Bauch war einfach gebläht und wurde Vierter. Und von dem Moment an hat sich bei mir alles verändert. You know, irgendwie plötzlich war ich nicht mehr so sicher, dass ich Mr. Olympia sein werde. You know, ich habe das klare Goal gehabt, das Ziel gehabt, seit ich 15 Jahre alt bin. Ich möchte den Mr. Olympia-Titel holen. 98 dann irgendwie so, die Motivation war weg, meine Physik hat sich verändert. Und hat mich dann so irgendwie halbwegs zusammengerissen für den 98er Olympia. Und wurde eigentlich als Favorit gehandelt mit Ronnie Coleman, der die Night of Champions gewonnen hat, mit Flex und Nasser. Und dann der bekannte Incident mit der Injektion hinter meinen Biceps. Weißt du, ja, ein paar Wochen vor Wettkampf habe ich da irgendwas so in meinen Biceps reingespritzt, um die Arme etwas größer zu machen. Es war nicht sinnvoll, so irgendwas, das ich von jemandem gekriegt habe. Und sofort, da war so viel Alkohol drin, sofort hat sich meine Lunge vergiftet, bin im Spital gelandet und fast gestorben. Geschichte, das haben ganz, ganz viele Leute gefragt. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil du hast den Namen auch nicht genannt, aber du hast da von einem sehr bekannten deutschen Bodybuilder irgendwas, ein Paketchen erhalten und das so ohne Wissen verwendet. Ja, war überhaupt nicht sein Fehler. Ich meine, wie blöd ist das, dass da jemand mal so kauft, dass wie eine Putzflasche aussieht, gell, und dass er sich dann den Arm reinschmiert. Da hat sich auch gezeigt, dass ich nicht mehr richtig im Kopf war, irgendwie so verzweifelt, da irgendwie jetzt da sowas zu irgendwie eine Shortcut, wie man sagt, so zu nehmen. Gell. Und für 3 Wochen war ich im Spital, die konnten das Wasser nicht aus der Lunge rausbringen. Die haben nicht so eine Lasix-Flasche, Diuretika-Flasche gehabt, 24 Stunden. Und dann eines Tages im Spital kamen 2 Typen ins Spitalzimmer zu mir, 2 Doktoren. Und zwei Doktoren, die haben mir gesagt, hey, wir haben hier so ein neues Gerät im Spital, Herzkapazität misst. Wir haben noch nie so einen Typen wie dich gesehen. Wir möchten so ein paar Tests mit dir machen. Ja. So haben die das gemacht. Und dann hat man mir gesagt, dass meine Herzkapazität eigentlich etwa 10% niedriger sei, als es sein sollte. Mhm. Und ich sage, gut, das ist im Moment nicht ein Problem. Aber wenn du so weitermachst, du verkürzt dein Leben um einige Jahre. Ich sage, wenn du jetzt aufhörst, kannst du das mit bestimmten Medikamenten und Training, kannst du das wieder in die richtige Richtung lenken und auf die Bahn bringen. Aber es sieht man klar, dass du Schäden am Herz hast. Und ich glaube, ein paar Jahre früher hätte mich das kaum beeindruckt. Die haben gesagt, oh ja, die sind blöd, die wissen das nicht. Und die Maschinen können ja nicht so einen Typen wie mich ausmessen und bla bla bla. Aber es hat mich schon unwahrscheinlich beeindruckt. Erstes Mal habe ich nicht mehr richtig dran geglaubt, dass ich der nächste Mr. Olympia bin. Und meine Motivation war nicht mehr da. Jetzt dann kommt dann der Bericht mit dem Herz. Und das Gescheiteste wäre gewesen, es abzubrechen dort. Von allem runterzukommen, vielleicht ein halbes Jahr Pause zu machen und dann irgendwie in mich reinzugehen und zu sehen, was ich mit dem Leben machen will. Aber ist einfach so der Mind von einem Bodybuilder vor einem Wettkampf. Plötzlich habe ich mir da eingeredet, glaubst du es nicht? Ich war viel, viel dünner. Aber mit den ganzen Lasix und das man mir da gegeben im Spital, war ich unwahrscheinlich hart. Ich meine, so Andreas Münzer hart im Spital.
Sonst habe ich mir da irgendwie eingeredet, gut, jetzt bringe ich da ein total neues Paket zum Olympia. Jetzt bin ich da irgendwie so eine massige Revision von Andreas Münzer mit Strichen, die noch nie gesehen haben. Gell? You know? Man hat mich aus dem Spital entlassen, etwa 10 Tage vor dem Olympia. Und ich musste ja noch etwas unterschreiben, weil ich ging zu früh. Ich wollte einfach in die USA. Ich kann mich erinnern, ich konnte auf dem Flugzeug, im Flugzeug habe ich es gefühlt, dass ich noch Wasser auf der Lunge habe, you know, wenn ich geredet habe, habe ich es gefühlt. Bin dann nach Kalifornien, habe ein paar Videos aufgenommen und habe da total gedacht, dass ich jetzt da irgendwie die Leute beeindrucken könne mit dem dünnen Körper. Dann neben dass ich nicht nur dünner war, dann kamen dann wieder die normalen Fehler, die ich immer mache vor dem Wettkampf, ja. Dass ich dann war ich dann sehr, sehr hart und sehr, sehr wässrig und wurde 10. am Olympia und sehr, sehr dünn. Ja, also so fast wie eine Blamage, so wie ich ausgeschaut habe. Gell? Ich meine, du kannst ja nicht irgendwie 3-4 Wochen im Spital liegen, dann 10 Tage früher rauskommen. Im Spital, ich konnte nicht mit Gewichten arbeiten. Ich habe so mit Isolation, so mit Kabeln und so habe ich gearbeitet und die Muskeln halten und so Zeugs. Und so total verrückt, da an den Olympia zu fahren, wurde 10. Und dann der 99 kam, ich habe so ein bisschen trainiert, wurde massig wieder, habe ständig so viel gegessen, meine Karriere war vorbei. Und dann das Drama mit den 99er Olympia, wo ich irgendwie, um die Green Card zu retten. Aber was ich gebraucht hätte, wäre so ein Berater, you know, der mich irgendwie mal aufgeschüttelt hätte. Sagt, hey, was machst du da? You know? Der Einzige, der ich kann mich erinnern, ich habe einen Dennis James getroffen. Es war so um 2000, 2001. Der war so, ich weiß nicht, ob der schon Profi war. Und der kam zu mir hin im Restaurant und hat mich da irgendwie total aggressiv, du bist eine Blamage, dich nimmt niemand mehr ernst. Und wenn ich jetzt zurückschaue, der hat genau recht gehabt. Was der mir gesagt hat, war auf den Punkt richtig. Für mich war es einfach mehr so, was will der Idiot, sowas. Aber das ist der Erste mir eigentlich, ich weiß nicht, ob der sich an den Zwischenfall eigentlich überhaupt erinnert. Das war im Firehouse. Wo er zu mir hinkam, es ist, du bist lächerlich, you know, das ist eine Blamage, das ist, you know, das ist der Erste, der mich eigentlich so. Und dann, wie alle wissen, wurde mein Vertrag ständig verändert, aber ich habe dann ein riesen, richtig gutes Geschäft aufgebaut und war dann so Hobbybuilder und Geschäftsmann und ging dann noch einmal auf die Bühne, so Comeback, keiner. Es war mehr so verbunden mit einem Film, den wir gedreht haben. Nicht ernst eigentlich. Und dann nach 2004 war es dann, mein Vertrag war vorbei und dann bin ich irgendwie zum ersten Mal frei gewesen, ja, vom Bodybuilding. Du hast deinen Bauch angesprochen, lass mich da mal nochmal rein, weil das ist ja so ein, ich will nicht sagen Mythos, es scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen so, die anderen sagen so, du warst wirklich zu der Zeit damals dabei. Heutzutage wird immer noch sehr häufig behauptet, das sind so, wie du auch schon angesprochen hast, HGH- und Insulingeschichten. Waren Wachstumshormone und Insulin allgemein, aber jetzt auch so speziell bei dir, überhaupt zu der Zeit ein großes Thema? Ja, war ein Thema. Das mit den Wachstumshormonen in meinem Bauch hat angefangen, als der Professor Böker ein Buch geschrieben hat über Wachstumshormone und dann meinen Bauch ohne den Kopf aufs Titelbild getan hat. So quasi, das ist der Beweis, was HGH macht zu dem Körper. Ja. So haben alle angenommen, speziell die Leute, die gewusst haben, wer der Körper ist. Ich habe zu viel HGH genommen. Das ist, was ich gemacht habe. HGH war kaum erschwinglich für mich. Es war unwahrscheinlich teuer in der Schweiz, war unwahrscheinlich schwer zu bekommen. Ich habe da mal so was gekauft von den Russen, you know, so nicht synthetisches HGH. Hatte so 3-4 Einheiten genommen,
So 96, 97, immer so für ein paar Wochen, dann ist sie wieder ausgelaufen. Dann habe ich damals ein paar andere Wachsenhormone gekauft für einen unwahrscheinlichen Preis, aber nie richtig viel, nie so richtig auf die Dauer. Und ich habe nie richtig gedacht, dass das irgendwie so mir was bringt, wirklich. Ich habe da nie so, man merkt es ja nicht, wenn man sowas nimmt. Aber zu der Zeit, meine Mittelpartie war total in unter Kontrolle, you know, außer wenn ich falsch geschnauft habe oder so, aber falsch geatmet, aber war total unter Kontrolle. Insulin kamen dann die ersten Gerüchte hoch, 96, dass die Amerikaner Insulin nehmen. Ich habe dann versucht, was ich konnte, um herauszufinden, wie das funktioniert. Und als ich nach Amerika ging mit meinem Übersetzer, um mehr zu lernen, hat niemand was gewusst. Und da habe ich mich ganz einfach selber schlau gemacht und habe einen Diabetiker-Doktor, wie sagt man auf Deutsch, einen Doktor, der mit Leuten mit Diabetes arbeitet, habe ich den gefragt, you know, so, um Muskeln zu kriegen, Insulin zu nehmen. Und der war so total überrascht. You know, hat der im Studio, habe ich den angehauen. Hm. Und er hat mir gesagt, lass mich das mal überlegen. You know, haben wir uns hingesessen und er hat mir gesagt, you know, wie er das sehe, wie man Insulin brauchen könnte. Er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten, um Insulin zu nehmen. Also das ist, manchmal, wenn Leute Wachstumshormone nehmen über Zeit oder auch aus anderen Gründen, dann die Insulinsensitivität ändert sich. Und dann ist es sehr sinnvoll, wenn der Blutzucker ständig über 90, 100 ist am Morgen, um so ein 24-Stunden-Insulin in einer schmalen Dosierung zu nehmen, um irgendwie der Bauchspeicheldrüse zu helfen. Ja. So habe ich das gemacht, habe ich jeweils den Blutzucker gemessen, jede Woche. Und ein paar Mal habe ich gesehen, dass es so 100, 105 ist am Morgen. Dann habe ich so für ein paar Wochen so ein 24-Stunden-Insulin gebraucht. War aber immer total hart und gut, meine Mittelpartie unter Kontrolle. Das war nie irgendwie so Insulin, um mehr zu essen. You know, aber nur so irgendwie so, wie mir der Doktor das empfohlen hat. Dann die kürzeren Insulins, you know, die kürzeren. So hat mir gesagt, okay, das sei so eine Phase, können sehen, so nach dem Training, wo man vielleicht etwas mehr Kapazität hätte, um Kohlenhydrate zu speichern. Und er könnte sich vorstellen, wenn man so nach dem Training ein klein bisschen nimmt, dass man so ein bisschen mehr Nutrients absorbieren könne. Da habe ich angefangen, so nach dem Training mit einem Workout-Shake. Habe so ein Buch gelesen bei Dr. Levy, you know, wo man so BCAAs und Kreatin und Kohlenhydrate zusammengemixt hat. Natürlich, die Qualität zu der Zeit war nicht sehr gut. You know, wir haben Maltodextrin gehabt, das war so die beste Lösung zur Zeit, ja. Und mit ein bisschen Insulin. Und dann habe ich dann eine Stunde später meinen Blutzuckerspiegel wieder gemessen. Wenn es unter 100 war, habe ich noch mal eine Mahlzeit gegessen. Und es ging eigentlich sehr gut, you know, ich bin gewachsen, meine Mittelpartie hat super ausgeschaut. Dann 98, zum ersten Mal habe ich dann irgendwie die Dosis nach dem Training verdoppelt. So musste ich dann natürlich auch viel mehr essen. Und dann in der Kombination mit meinen Fressorgien ging es dann irgendwie den Berg runter. So am Ende war es war ganz einfach zu viel Essen. Wenn ich Insulin weiter gebraucht hätte, wie ich es gebraucht habe, am Schluss 96, 97, wäre nie ein Problem gewesen. Ja, aber dann, wenn man dann Insulin einfach so auf den Topf auf Insulin drauflegt, um mehr zu essen, dann geht natürlich dann alles geht außer Kontrolle. Am Schluss war es ganz einfach, das Essen war mein Feind. Ja. Und dann auch die, was man isst. Ich habe nie richtig begriffen, wie wichtig es ist, was man isst, wenn es um die Kohlenhydrate geht. Ich habe immer so Brot ohne Salz, Kartoffeln, Reis und Teigwaren auf die gleiche Stufe gesetzt. Mm. Ja, es ist alles für mich das Gleiche. Wenn ich das Brot selber mache, ohne Salz, ist es okay. So, ich habe einfach viel zu viel so Teigwaren gegessen. So hat es mir angefangen. So, das Visceral Fat hat sich aufgebaut und mein Bauch hat sich erweitert in Kombination mit den schweren Kniebeugen, den vielen Essen. Aber die Wachstumshormone Insulin richtig angewendet, glaube ich, dass überhaupt nichts damit zu tun hatte.
Ja. Du hast auch das grüne Buch in den Raum geschmissen. Heutzutage kennen wir, glaube ich, eher das schwarze Buch. Ja. Ich hab so das Gefühl, früher sahen die Körper, die sahen cleaner, die sahen besser aus. Und diese ganze Chemieverwenderei heutzutage macht sehr, sehr viel kaputt bei manchen Athleten. Was waren denn so die Mittel, die am besten für euch damals zur Verfügung waren? Was waren so deine Go-Tos und vielleicht auch so Pi mal Daumen, in welchen Mengen? Weil heutzutage ist es ja, kann man sagen, Chemiekrieg teilweise. Ja. So, ich habe nie einen Trainer gehabt. Ich habe ein anderes Vorbild gehabt in der Schweiz. Sein Name war Harry Derglin. Der war Leichtgewichts-Senioren-Weltmeister über 40. Wurde auch Zweiter oder Dritter an der Weltmeisterschaft im Leichtgewicht eins, zweimal. Hermann Hoffend hat ja ständig gewonnen dort im Leichtgewicht. Der hat so einen unwahrscheinlich kompakt, keiner schmale Taille Körper gehabt und viele Jahre wurde er einer der besten Leichtgewichts auf der Welt auf Amateurbasis. Und dann hat mir immer gesagt, schau, mit den Steroiden bewegst du dich hinter den Teufelskreis. Das heißt, du kannst die nehmen, die wirken, kannst mehr nehmen, es wirkt besser, kannst mehr nehmen, es wirkt noch besser, aber das machst du in 6 Monaten. Dein Körper wird sich gewöhnen an die höheren Dosierungen. Und dann plötzlich hast du nicht nur Wirkungen, plötzlich die Nebenwirkungen starten. So, in seiner Ansicht nach, das Minimum nehmen und immer von Zeit zu Zeit absetzen, so hat er mir. Und wenn du da anfängst mit den höheren Dosierungen, der Teufelskreis wird anfangen und die Fortschritte werden stoppen. Und dann kommen da ständig die Gerüchte, dieser nimmt so viel und dieser nimmt so viel und die Holländer, der Barry Duné nimmt 7 Gramm in der Woche. Und ich war der Ansicht, dass ich möchte nie mehr als 500 Milligramm Testosteron nehmen als Amateur. Und ich habe das so probiert, die 12 Wochen Kuren. Und am Schluss, die eine Kur, die bei mir immer am besten gelaufen ist, und wenn immer ich was anderes probiert habe, habe ich nicht so die Fortschritte gemacht. So, ich habe 12 Wochen 500 Milligramm Testosteron genommen, 300 Milligramm Primo. Dann habe ich für die ersten 3-4 Wochen etwas Dienabol genommen, 25 Milligramm am Tag. Dann bin ich aufs Trenbolon gegangen. Und dann nach 8 Wochen habe ich mich entschieden, brauche ich noch etwas mehr Masse oder bin ich so eigentlich voll da und möchte ein bisschen so eine bessere Qualität haben. Dann bin ich auf entweder Winstrol oder Masteron gegangen. Wenn ich nur ein bisschen mehr Masse gebraucht habe, die letzten 4 Wochen, habe ich zum Masteron nochmal 25 Milligramm Dianabol dazugenommen. Wenn ich mit der Masse voll zufrieden war und einfach an der Qualität mehr arbeiten wollte, machte ich nur das Masteron. So immer das Gleiche. 12 Wochen Testosteron, Primo. Wenn immer ich aufs Deckal umgestiegen bin oder Equipoise oder so, Primo war einfach bei mir, was funktioniert hat. Die D-Balls, die wir genommen haben, die 25 Milligramm, das war ja immer wie eine Explosion, da die kleinen achteckigen Pillen von Thailand. Und dann ständig kam da jemand rein, du musst dieses probieren, du musst das probieren und es hat nie so funktioniert. So, das war mein Zyklus. Ja. Der einzige Unterschied zum Wettkampf habe ich aus einem 12-Wochen Zyklus, habe ich einen 16- oder 18-Wochen Zyklus genommen, wo ich dann am Schluss vom Masteron bin ich auf Winstrol, habe ein bisschen Anavar eingenommen, die letzten 2 Wochen Halotestin, das Primo habe ich dann abgesetzt. Und Testosteron habe ich ziemlich bis zum Wettkampf genommen, ein paar Tage vorher. So, das war eigentlich so mein Zyklus und das Ganze habe ich unterstützt mit Proviron und so ein bisschen Antiöstrogens, like halber Milligramm Arimidex alle 72 Stunden. Dann der einzige Unterschied als Profi, als ich Profi geworden bin, habe ich das Testosteron verdoppelt. Von 500 auf 1000. Der Rest habe ich alles so gelassen. Und das ist so, wie ich das bis durch meine ganze Karriere gemacht habe. Und jedes Mal, wenn ich so irgendwie einen der Jungs am Guestposing gesehen habe, die da angeblich 5, 6, 7, 8 oder was immer Grams nehmen und ich habe das verglichen mit wie ich ausschaue, habe ich gewusst, dass ich auf dem rechten Weg bin. Das Einzige, dass ich etwas anders machen würde heute, ist, wie ich absetze. Ich habe da jeweils so total Cold Turkey abgesetzt.
Und das würde ich ein bisschen anders machen heute. Ich kann mich erinnern, ich habe noch so, ich habe jeweils so zwischen den Zyklen habe ich 6 Wochen Pause gemacht. Das Proviron Arimidex habe ich noch so 2 Wochen reingelassen, vielleicht noch einen Testosteron eine Woche rein und dann 5 Wochen gar nichts. Das würde ich heute anders machen. Mhm. Auf jeden Fall. You know, was ich jedoch sehr gut gemacht habe, während dem Absetzen, ich habe nicht viel trainiert. Was ich heute als sehr wertvoll ansehe. Ich habe dann so 2 Wochen nach dem Zyklus bin ich umgestiegen auf so Ganzkörpertrainings 3-mal die Woche, wo ich nur so gepumpt habe. Und ich glaube, das hat mir unwahrscheinlich geholfen, you know, nicht mal mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und krampfhaft probieren, ohne Stoff irgendwie da was zu zwingen. Gell? Mhm. Und ich habe noch heute so mit den Athleten, die ich trainiere, so ein ähnliches Konzept. Genau, natürlich, heute gibt es einige Mittel, die wir nicht hatten, die wir brauchen. Ich bin ein unwahrscheinlicher Befürworter von Peptides. Ich denke, dass das die Zukunft ist. Und speziell so in der Off-Phase, dass das unwahrscheinlich wertvoll ist. Ich würde so ein Minimum Testosteron, you know, würde ich reinbehalten, weil ich noch Novadex dazu nehmen in der Pause. Aber das, mit dem Training würde ich das nicht ändern. Ich würde wieder umstellen auf ein leichteres Training. Und das ist so, wie ich das gemacht habe. Und Wachstumshormone, wie gesagt, habe ich so on and off genommen. You know, wer weiß, ob das überhaupt echt war, das Zeug von Russland. Mhm. So, das ist so, wie ich das gemacht habe, ja. Was war dein schwerstes Off-Season-Gewicht und was hast du dafür an Mengen essen müssen? War das, du hast die Fressorgien angesprochen, das war ja teilweise jenseits von Gut und Böse, was man da so raushört. Ja, ich weiß natürlich nicht, wenn ich da 98 und die Buffets gegangen, wie viele Kalorien ich da gegessen habe, das weiß ich nicht. Aber als es noch kontrolliert war, so 5500, ich war so, das jeweils, geht noch. Ja, ich war so, ich habe 400 Gramm, 350, 400 Gramm Protein gegessen und 75 bis 100 Gramm Fett, gute Fette und dann Kohlenhydrate, so je nachdem, so, ob ich ein bisschen Gewicht zunehmen abnehmen sollte. Ich musste nie unwahrscheinlich viel essen. Ich bin so ein richtiges Schwergewicht von Natur aus. Ich muss da nicht irgendwie das da total erzwingen, um ein Schwergewicht zu werden oder um schwer zu sein zurzeit. So in dem Sinn, ich bin auch nicht ein großer Esser. You know, es war eigentlich irgendwie so, ich habe mir gedacht, das ist, wo ich wirklich meine Verträge und mein Geld verdiene, dass ich das ganze Zeug esse den ganzen Tag. Ich bin da nicht einer, der da irgendwie dem das leicht kommt. Ich habe das immer gehasst, you know, das ganze Zeug zu essen. Ja, das so irgendwie, wo ich da gestanden bin beim Essen. Wenn es um Zusatzprodukte ging, ich war da auch sehr die einfachen Sachen. Ich habe da so die BCAAs, you know, Kreatin, ein bisschen Whey-Protein nach dem Training und ein bisschen Glutamin, you know, during the Tag um die Erholung. Dann habe ich so ein bisschen Omega 3 und 6 genommen, Multivitamine, Mineralien. Und das war eigentlich so, zu der Zeit war es ja mit den Zusatzprodukten, da war ständig so etwas Neues, you know, wenn du Ornithin, Arginin nimmst in unwahrscheinlichen Dosierungen. Und morgen ist es wie Wachstumshormone und ständig kam da was Neues und ich habe da irgendwie, habe mich da nie groß verloren in das Zeug. Ich habe da immer wie so gut gegessen und die nötigen Zusatzprodukte genommen mit den Kuren, immer so das Gleiche. You know, jede Kur hat mich unwahrscheinlich verbessert. Da war nie ein Grund, um da was Verrücktes zu machen. Was war so das höchste Gewicht, was du jemals in der Offseason hattest? In guter Form in Offseason ging ich auf 320 hoch. Das wäre 146 Kilo, da war ich in guter Form. Dann ein paar Mal habe ich da so ein bisschen, der Dorian hat mir dann mal den Kopf verdreht. Ich habe einen Gastposen gehabt in Spanien mit dem Dorian. Der Dorian war unwahrscheinlich schwer, 328 Pfund. Das muss irgendwie so vor dem 97er Olympia gewesen sein, mit Strichen auf dem Rücken. Nur beim Dorian, der hat Striche auf dem Rücken, wenn er total fett ist. Bei dem, das ist einfach so Genetik bei ihm. Gell? So, dann hat mich das ein bisschen beeindruckt und ich bin auf 340 hochgegangen, was ein Riesenfehler war. Da habe ich dann mehr so wie ein Metzger ausgesehen und ich bin Bodybuilder. Aber sonst bei 320 war ich in relativ guter Form. Wenn ich die Diät anfangen konnte mit 320, war ich eigentlich okay. Dann mit 300 war ich so ziemlich so bereit, so also ein paar kleine Details.
Jetzt ein bisschen mehr wissen, wäre ich 92, 85 auf der Bühne gestanden, dann mit meinen komplizierten Entwässerungspraktiken vor dem Wettkampf war es dann mehr so 270, 268, 270, ja, oder so, so vom Gewicht her, wo ich gestanden bin. Du hast deine Verträge jetzt auch schon angesprochen. Wie lukrativ war es damals, IFBB Pro zu sein? Also wie viel hat man womit verdient? Zuerst war ich mit, mein erster Vertrag war mit einer Gerätefirma, Gym 88. Das war so eine Kopie von Gym 80 in der Schweiz. Also so angefangen, so als ich ein Junior war mit 20, habe ich da so 1500, 2000 im Monat gekriegt. Aber ich habe schon so jeden Monat so als Junior so und so zwei, drei Gastauftritte gemacht und so irgendwie überlebt. Dann, als ich Vierter wurde an der Amateurweltmeisterschaft, hat man mir so was unwahrscheinlich Lukratives angeboten von Ultimate Nutrition, wo man irgendwie 50.000 Schweizer Franken im Jahr gezahlt hat. Und dann hat man mir meinem Partner noch angeboten, die Vertretung für die Schweiz zu übernehmen. So, dann haben wir angefangen, Faxe rauszuschicken an all die Studios. Wenn du Produkte kaufst für $3,500, kommt der Stampi Fuchs zu dir ins Studio, hat ein Seminar. Und zu der Zeit, die meisten Studios Besitzer waren irgendwie so ältere Bodybuilder oder zumindest bodybuilding-freundlich. So haben wir die Schweiz getourt mit einem Bus und Produkte verkauft wie die Wahnsinnigen. So in dem Sinn weiß ich nicht, wir haben, glaube ich, im ersten Jahr für 8 Millionen Franken Produkte verkauft. Okay. So Bodybuilding war sehr, sehr lukrativ, auch wenn das ein bisschen mit Arbeit verbunden war. Als ich zum ersten Mal beim Weider im Büro war, hat er mir $24.000 im Jahr angeboten, aber ich habe dann den Vertrag mit Ultimate Nutrition gehabt. Ich war unwahrscheinlich zufrieden mit Ultimate Nutrition und ich habe ihm gesagt, durch den Übersetzer, mit 24 Stunden kann ich, 1000 im Jahr kann ich keine Miete bezahlen in der Schweiz. Der war so total schockiert, dass ich jetzt den Vertrag nicht will, weil das war er sich nicht gewohnt. Und dann, als ich beim nächsten Mal im Büro war, hat er mir einen Vertrag gezeigt. Er sagt, das ist genau der gleiche Vertrag, der Dorian Yates hat. Genau der gleiche. $84.000 im Jahr. Und alles, was du machen willst, musst dich für den Olympia qualifizieren und hier 3-4 Wochen vor Olympia auftauchen in einer guten Form, dass wir Fotos machen können. Da war noch so ein Artikel, dass ich 6 Gastauftritte im Jahr machen müsse, aber ich habe nie einen machen müssen. Also, man hat mich da nie angerufen, von dem her. Das war mein Vertrag mit Weider und in 96, 97, ich habe bis zu 35, 40 Gastauftritte im Jahr gehabt. So, ich habe so wahrscheinlich 300.000 im Jahr gemacht zu der Zeit. Und dann der Dollar war viel, viel stärker als der Schweizer Franken. Ich mich erinnern, den Check, den ich jeden Monat gekriegt habe, die $7,000, die waren manchmal 12.000, 13.000 Franken im Monat. So, war sehr, sehr lukrativ für die 90er Jahre. Ich kann mich erinnern, die 80er Jahre, wo ich ja noch mehr so ein Fan war, Tom Platz kam nach Europa und hat 60 Seminare gemacht in 90 Tagen. 2000 plus jedes Seminar. So mit Arbeit verbunden. Es waren nicht so irgendwie Jay Cutler-Verträge, wo man dann $1 Million kriegt, aber ich war auch nicht Mr. Olympia. Das war schon sehr lukrativ. War das auch der Vertrag, der dann immer wieder verlängert wurde und du selber eigentlich auch teilweise gar nicht wusstest, jetzt verlängern die mich schon wieder? Weil der erste Vertrag war 4 Jahre. Ich glaube nicht mal Dorian hat 4 Jahre gehabt. Der Joe hat einfach in mich geglaubt. Und er war sich, glaube ich, nicht gewohnt, dass er damit jemandem 6 Monate verhandeln muss, dass er endlich unterschreibt. Weil als ich dann von Ultimate Nutrition Europe nach Ultimate Nutrition die weltweite umgestiegen bin, die haben mich unwahrscheinlich gut behandelt. So, wenn ich Gastauftritte für die gemacht habe, die bezahlt wurden, neben Vertrag, hat man mich mit Limousinen abgeholt, und es war eine unwahrscheinlich gute Zeit mit Ultimate Nutrition. Und
Nachhinein, ich hätte wahrscheinlich mit Ultimate Nutrition bleiben können. Und man hat immer so irgendwie gedacht, vielleicht ist es ein Vorteil, mit weiter zu sein. Mhm. Glaube ich zwar nicht, dass es so ist, aber ich bin dann noch zum Beider gegangen. Hat mich unwahrscheinlich geschmerzt, Ultimate Nutrition zu verlassen. Die Firma war top, mir ist sehr gut gefallen mit denen. Aber das war 4 Jahre und dann wurde er jedes Mal automatisch verlängert. Und wie du es angesprochen hast, auf kuriose Weise manchmal, wo ich ins Büro gegangen bin. Hm. Und wie es so ist, als ich nicht mehr sehr erfolgreich war, war der Joe wieder nicht mehr 24 Stunden im Tag erreichbar für mich. In den ersten Jahren, ich ging ins Studio, ins Büro und der hat da oben schon gewinkt, und hat so eine Freude gehabt. Dann natürlich, als ich mehr und mehr zu den Enttäuschung wurde, dann ging ich ins Studio, ins Büro und er ist nicht hier, aber hier ist ein neuer Vertrag, so Sachen. Und 2-3 Mal habe ich gedacht, ich komme hierher, um mich zu bedanken und irgendwie was anderes zu machen. Und in der Rezeption hat man mir den neuen Vertrag gegeben. Warum? Ich kann nur spekulieren. Ich glaube, er hat sich etwas schuldig gefühlt mit dem Unfall. Weiß ich nicht. Dass er an mich noch geglaubt hat in den 2002, 2003, das kann nicht sein. Ich meine, er ist ein sehr intelligenter Mensch, der. Einmal hat er mich gefragt, warum hast du mich nicht verklagt? Und ich hätte den nie verklagt, das kam für mich gar nicht in Frage. Ich meine, klar, die Safety Rails waren nicht drinnen, wenn man über den bekannten Unfall redet. Aber ich bin ja ein Profi. Ich meine, ich müsste nicht irgendwie mich da auf einen Fotograf verlassen, dass er mir sagt, hey, put die Safety Rails rein, Und ich weiß ja, dass wenn ich 7, 8, 9, 10 Minuten keinen Satz mache, dass ich das wahrscheinlich ein bisschen kälter werde wieder. Speziell, wenn die Hinterseite im Studio offen ist und der Wind vom Meer reinkommt. Gell? Ich meine, da ist niemand schuldig, außer ich selber. Ja. Und der hat mich so gut behandelt über so viele Jahre und dann irgendwie habe ich da ihn zu verklagen und es kommt überhaupt nicht in Frage. Aber er hat mich gefragt, und er hat sogar gesagt, du hättest machen sollen, Nein, das habe ich gar nicht dran gedacht. So, ich weiß nicht, ob das ein Grund war, warum er den Vertrag ständig verlängert hat oder was genau, aber irgendwie noch so. Auch war es eine Zeit, wo sein Influence in der Firma nicht mehr so groß war. Er war dann auch so ein über 80 und ich kann nur spekulieren, warum mein Vertrag ständig erneuert wurde bis nach 2004, 2005. Hi ihr Lieben, sorry für die kurze Unterbrechung, aber wenn ihr den Content, den ihr gerade anschaut oder anhört, feiert, dann solltet ihr euch unbedingt zu unserem E-Mail-Newsletter anmelden. Den Link dafür findet ihr unten in der Box. Als Dankeschön gibt's dafür nicht nur einen 10-Euro-Gutschein auf eure erste Bestellung, sondern ihr bekommt reichlich Mehrwert in Form von exklusiven Insider-Infos. Ihr erfahrt als erstes von Aktionen Bescheid. Tipps und Tricks bekommt ihr an die Hand, die es sonst nirgendwo gibt. Und es lohnt sich wirklich, sich anzumelden, denn unser Newsletter ist nicht der typische 0815 Newsletter, wo es jede Woche einen 20%, 30%, 40% Rabattcode gibt. Checkt den Link unten aus, meldet euch an und jetzt geht's weiter im Programm. Du hast es schon angesprochen, das war dann irgendwann im Jahr 2002, dass du dich während eines Fotoshootings so stark verletzt hast. Ich glaube, dass man heute immer noch von wahrscheinlich der schwersten Verletzung der Bodybuilding-Geschichte spricht. Kannst du mal für die Leute da draußen, die das nicht mitbekommen haben, Revue passieren lassen, was an dem besagten Tag passiert ist? Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich habe dann noch den Vertrag gehabt. Und dann kam der Druck wieder hoch. Du musst auf die Bühne. Ich habe kaum mehr recht trainiert. Ich habe sehr wenig Stoff genommen. Ich habe 5 Trainer gehabt, die für mich gearbeitet haben. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet mit meiner Personal Training Firma. Und dann hat man dann so ein Duell
aufgesprochen, wie man sagt, zwischen die neue deutsche Sensation, Markus Rühl und Jean-Pierre Fuchs und der Night of Champions. Für mich war das nie ein Thema, you know, ich war so lange schon weg vom von dem Bodybuilding Lifestyle, wie man es braucht, um erfolgreich zu sein. Aber da ist was passiert mit meinem Immigrationsfall, you know, wo ich da nicht unbedingt in jedes Detail gehen will. Ich bin dann plötzlich irgendwie illegal geworden, weil meine Anwälte einen Fehler gemacht haben. Und das erste Mal war ich froh, dass ich einen Vertrag immer noch habe. Und da habe ich gedacht, okay, gehe ich auf die Night of Champions. Und also das war das Jahr, bevor Markus den genialen Sieg geholt hat. Und denke ich mir, okay, gehe ich dahin, habe so 10 Wochen anständig trainiert, habe halbwegs anständig ausgesehen. Und ein paar Wochen vor dem Wettkampf hat man mich angerufen, um den regulären Fototermin zu machen. Wir haben ein Video gedreht, 2 Wochen vor dem Incident, über mein Beintraining. Mein Freund Markus Reinhardt hat das gedreht. Und an dem Video haben wir 7, 8 Platten genommen und haben so ein paar Wiederholungen gemacht. War sehr schwer, aber nichts eigentlich, was ich nicht machen kann. Habe ich den Fototermin gehabt und der Termin war... Der letzte Satz war vorbei, ich habe mich wieder angezogen. Der Chris Lund kam gerannt und sagte, hey, er hätte sich die Polaroids nochmal angeschaut und das Licht, ob ich mal schnell zurückkommen könnte und wir wechseln das Licht von der einen Seite zur anderen und ich dann nochmal ein paar Wiederholungen machen könnte. Und es waren 7, 8, 9 Minuten vielleicht nach dem letzten Satz. Ich wollte wirklich raus, ich wollte zum Studio raus, ich war da schon eine Weile dort. Da bin ich, habe das Gewicht rausgenommen und ich habe sowas noch nie gefühlt. Ja, das Gewicht, 7 Platten waren es, glaube ich, so nichts zu Außergewöhnliches. Das Gewicht hat sich angefühlt wie ein Berg, ja, so wie eine Tonne. Wie ein Teufel auf meinem Rücken gesessen wäre. Das ist ein teuflisches Gewicht. So, wo ich kaum stehen konnte dort, wie dachte, der Boden bricht ein. Ich glaube, da war eine teuflische Macht um mich herum. Irgendwas war da, was ich noch nie so gefühlt habe. Dann ging ich runter und es war wie in Zeitlupe. Ganz, ganz langsam habe ich das Gefühl, wie mein lefter Quadrizeps zerrt sich über dem Knie. Und es war wie so eine Zeitlupe. Tak, tak, tak. Ich habe so gesehen, wie es sich zerrt. Dann das ganze Gewicht kommt auf die rechte Seite und mein Bein so verdreht sich. Und dann die rechte Seite total abgezerrt. Das Gewicht fällt hinter mich und ich liege auf dem Boden. Ohne Schmerzen, liege dort und so ein Glücksgefühl kam über mich. Ja, ich war nicht mehr glücklich mit was ich gemacht habe. Ja, und zum ersten Mal habe ich so eine Erleichterung gefühlt. So wie auf Wolke 7 bin ich geschwebt. Keine Schmerzen. Um mich herum sind alle rumgerannt und jemand hat Eis gebracht und Notfall anrufen und ich habe gewusst, genau gewusst, was passiert ist. Ich habe genau gewusst, beide Quads, es war dann am Ende der Quad und Patella, beide Quads sind abgerissen. Endlich muss ich mich nicht mehr irgendwie mit Bodybuilding beschäftigen. Ja, ich möchte ein anderes Leben führen. Und die nächsten 2, 3 Monate, Operation, Therapie, ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Der glücklichste Mensch auf der Welt. Und dann die berühmte Geschichte, ich bin im Spital, ich habe Joe wieder am Telefon und er sagt, oh mein Gott, das kriegen wir hin, jetzt machen wir ein Comeback, jetzt zeigen wir den Leuten, you know, so ein Holz geschnitzt bist, mach dir keine Sorge ums Geld, hab mir eine Summe ausgezahlt noch, wenn du irgendwelche Probleme hast mit Rechnungen und so, hier, wir schicken dir noch einen Check.
Und was ich natürlich nicht gebraucht habe, ich habe ja Krankenversicherung. Und das ist so, wie was der Unfall war, so der glücklichste Tag in meinem Bodybuilding-Leben. Ja, es ist wirklich verrückt, wenn man das so heute erzählt, gell? Aber es ist genauso, wie es war. Du bist dann, glaube ich, nicht mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren, sondern hast dich abholen lassen. Das ist, glaube ich, auch so eine bekannte Geschichte. War das das mit der Matratze? Und man kann es irgendwie so nicht glauben, dass du sagst, du bist so glücklich gewesen, weil die sind ja beide Beine weggefetzt sozusagen. Aber ihr habt dann irgendwie auf dem Weg ins Krankenhaus an den verschiedensten Fastfood-Läden gehalten und du hast dich einfach vollgefressen. Ich war schon in der Ambulanz zum nächsten Spital. Ich habe unwahrscheinlich mich gefürchtet, dass da irgendwie so ein unerfahrener Doktor mich da irgendwie zusammenflickt. Ich habe genau gewusst, welchen Doktor ich will. Ein Doktor in Palm Springs, der mit Athleten arbeitet, der sehr bekannt ist und der mich mit mir so leicht befreundet ist. So, ich habe denen gesagt, ich möchte nach Palm Springs. Dann war da die Diskussion über, wer zahlt für den Transport. Und so ein Transport mit einer Ambulanz ist unwahrscheinlich teuer. Und wir haben da gewartet und gewartet, um die Bestätigung von der Krankenkasse zu kriegen. Und es wurde dann noch komplizierter, da ich zwei verschiedene Krankenkassen hatte. Ich hatte die Krankenkasse in der Schweiz mit der Auslandversicherung. Und dann habe ich auch eine Versicherung gehabt in den USA. Dann wurde es dann sehr, sehr kompliziert. Natürlich wollte dann niemand bezahlen. Und wir mussten zurück, um die Operation einzuleiten. So habe einen Freund angerufen und gesagt, hey, du hast ja ein SUV, kannst du die Sitze rausnehmen, irgendwie so ein Bett machen oder irgendwas und mich abholen hier in Los Angeles. Ich muss nach Palm Desert ins Spital. So, okay, kein Problem, mache ich. Und dann hat er mich da abgeholt mit seinem Krankenwagen, den er da zusammengestellt hat für mich. Und ich kann mich erinnern, ich bin da gelegen und die Schmerzen haben so langsam angefangen, aber von den Schmerzmitteln und so war nichts irgendwie so zu tragisch, was ich nicht hätte, verkraften können. Und ich habe das immer so rausgesehen und habe immer nur so die Restaurants gesehen, you know, McDonald's, Del Taco, was soll ich da. Und ich habe ihn ständig gebeten, hey, McDonald's, stopp mal, you know. Hey, Starbucks, Pancakes, stopp mal, you know. Und er war so total schockiert, dass ich da so total glücklich bin, mit ihm normal rede. You know, der hat gedacht, das bist du ja total, wie du sagst, zerfetzt. You know? Natürlich, als ich dann von der Operation aufgewachsen bin, war es ein anderes Thema mit den Schmerzen. Gell? Aber ich bin also durch die Therapie, ich war 2 Monate im Spital, so wie mein Bein gerissen ist, war sehr kompliziert, um das zusammenzuflicken. Die haben sogar noch so einen Spezialist vom UCLA Hospital, also Spital, reingebracht. Weil mein Doktor hat mir gesagt, er hat sowas noch nie gesehen. Es hat nicht ausgesehen wie jemand, der sein Bein abreißt. Es hätte so ausgesehen wie eine Bombe in meinem Bein, in meinem rechten Knie, mein Knie zerfetzt, mein Bein zerfetzt hätte. So, sie hätten alles probiert, mit Löcher in die Knochen zu bohren und die Sehnen und Zeug anzumachen. Und sie hätten das Beste probiert, aber es war nie gut. You know? Es war immer eine Katastrophe seither. Und bis ich mich dann endlich entschieden habe, vor 2-3 Jahren das Knie zu ersetzen, und es ist wie ein Traum wieder im Moment. So, es ist so total schmerzfrei, neues Knie. Die konnten das nie richtig flicken, mein rechtes Bein. Mein linkes Bein, das so einen klaren Abriss hatte, kein Problem, überhaupt kein Problem. 6 Monate später konnte ich das voll belasten. Mein rechtes Bein konnte man nicht reparieren. Ja. Das heißt, du hast jetzt ein Knee Replacement und nur rechts, und das linke ist noch original? Das linke ist ziemlich gut. Manchmal, wenn ich so es von links reinziehe, spüre ich, dass da nicht mehr so viel Knorpel ist wie in der Vergangenheit, aber das ist kein Problem. Wahrscheinlich in 7-8 Jahren so werde ich das auch ersetzen, weil ich habe so gute Erfahrungen gemacht mit meinem rechten Knie. Ich hätte es viel früher machen sollen. Ich bin quasi quasi über 10 Jahre mit Schmerzmitteln rumgelaufen und habe
das Bein kaum trainiert. Das einzige Weg, wo ich es ein bisschen trainieren konnte, war so mit Blood Flow Restriction Bands, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, klar. You know, wo ich so ein bisschen Blut reingekriegt habe. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo hingegangen bin, wenn ich das Hotel verlassen habe, musste ich die Ibuprofen nehmen, dann war es gut für 3-4 Stunden, als wir angefangen. Und eine Katastrophe, dann habe ich so viele Arthritis gekriegt, tief in den Knochen rein. Hätte das viel früher machen sollen. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie sich das im Moment anfühlt. Ich hätte dich jetzt eigentlich gefragt, ob es schwer war für dich loszulassen. Man hat ja heute immer noch sehr viele ehemalige Profis, denen das nicht so leicht fällt. Du siehst aber vor allem auch sehr frisch aus, muss man sagen. Also sehr, du bist sehr gut ins Retirement gegangen, aber es hört sich an, du warst glücklich. Es war nicht mehr so, dass du sagst, es war schwer loszulassen. Zu meiner Verteidigung, ich war im Eishockeyspiel bis nach Mitternacht gestern, habe kaum geschlafen. Normalerweise sehe ich viel besser aus, aber ja. Nein, ich habe, glaube ich, die Frage beantwortet, das war überhaupt kein Problem. Ich bereue das sehr, dass ich nicht nach dem 98er Olympia zurückgetreten bin. Weil ich war nie ein Typ, da irgendwie Fünfter, Vierter, Sechster, Siebter, Achter, Neunter, Neunter, Achter, Siebter zu werden. Das war nie mein Ziel. Ich wollte auch nie fünffacher Mr. Olympia-Gewinner werden. Ich habe mir gedacht, es sei so cool, einen Olympia zu gewinnen. Das Leben ist so gut. Und sehr früh, so wie ich das angesprochen habe, von 98 an war ich mir absolut bewusst die Gefahren, you know. Dann die Leute fangen an zu sterben um dich rum. Und ich möchte der 90-jährige Großvater sein auf der Veranda, you know, mit meinen Katzen und Hunden. Ich möchte der Typ sein. Ich habe da nie so, weil ich würde 5 Jahre hingeben für einen Titel. Das war nicht ich. Ich glaube, das Leben hat so viel zu offerieren. Es ist so schön da draußen und jeder Tag ist so irgendwie genial, was man alles machen kann. Und ich verstehe die Einstellung nicht. Und wenn mir junge Athleten sagen, ich bin bereit, alles zu machen, ich würde sterben für einen Titel, das ist totaler Blödsinn. You know? So sehe ich so nicht. Würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, das war wirklich ein Teufel, der sich auf die Hand gesetzt hat, oder war es vielleicht eher sogar ein Engel, der dich davor bewahrt hat, nochmal was Schlimmeres zu machen? Weil irgendwas hat dich ja immer wieder, obwohl du der Gefahr bewusst warst, immer wieder zurückgetrieben. Dein Mindset hat immer gesagt, so mach das nochmal, ach, bereite dich nochmal vor, vielleicht wäre irgendwann dann doch nochmal was Schlimmeres passiert. Also die Beine. Beine waren schlimm, ganz klar, physisch, aber andere sterben um dich herum, wie du gesagt hast. Ob der Engel den Teufel geschickt hat, ob es ein Engel war, weiß ich nicht, aber es war ein Glücksfall, auf jeden Fall. Also ich sehe es definitiv so. Wie bist du heute rausgekommen gesundheitlich? Also du hattest das Erlebnis angesprochen, dass die Ärzte checken wollten, wieso deine Herzkapazität ist, haben gesagt, du hast eine Beeinträchtigung. War das reversibel oder ist da heute was übrig geblieben? Wie geht's dir heute? Ich habe volle Kapazität, Herzkapazität. Ich lebe sehr gesund. Ich bin auf einer sehr niedrigen Dosierung auf Testosteron, so 50, 100 Milligramm die Woche. Weil mein Körper einfach nicht genug produziert. Und ich bin auf dem Rad 4-5 Mal die Woche, mache Spurte, you know, auf dem Fahrrad. Und jedes Jahr gehe ich zum Kardiologist, mache einen Stresstest, Echokardiograms, you know, so ich probiere wirklich da dran zu bleiben. Ich habe so ein paar Phasen gehabt. You know, wo ich so ein bisschen fetter geworden bin, und wo dann beim AKG war so ein bisschen Unregelmäßigkeiten, aber dann sofort gehe ich zurück zu meinem gesunden Lebensstil, probiere genug zu schlafen, all die Sachen. So ich weiß nicht, ob ich 100%, ich meine, ich möchte es ja nicht, ich bin nur 55, so ich muss nicht sagen, hey, ich habe das alles total überstanden und dann 2 Jahre später habe ich einen Herzinfarkt, aber so wie es im Moment ausschaut, wird es bei mir gut ausgehen, ja. Wie sahen die ersten Jahre aus, nachdem du deine Karriere dann endgültig beenden musstest? Womit hast du dein Geld verdient? War das deine Personal Training Firma? Ja. Vom Sportlichen her habe ich mich dann so total auf Ausdauer konzentriert. Ja, da war morgens, am Morgen, da bin ich 50 Längen geschwommen.
Ich bin da so total das Gegenteil geworden, bis auf 199 Pfund runter. Ich habe zuerst Personal Training gemacht und habe wirklich sehr, sehr gut verdient, habe die Firma verkauft und dann für Jahre habe ich nicht gearbeitet. Ich habe in einem Tierheim gearbeitet für viele Jahre. Mhm. 2008, 2019 habe ich im Tierheim gearbeitet, ohne was zu verdienen. Und habe dann total neues Leben angefangen. Weiß nicht, ob dir das bekannt ist, wir haben so eine Katzenrettung haben wir, wo wir angefangen haben, über die Wüste hier die Katzen einzusammeln und zum Doktor zu bringen. Und dann gibt es natürlich immer wieder so Fälle, wo die bei dir hängen bleiben, dass du die keinen Platz findest oder dass sie dir so leid tun. So, dann in 2011, 12 habe ich einen Anruf gekriegt von einem Team in Kolumbien, ob ich die betreuen könnte. Und ich habe dem Typen gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bin der letzte Mensch, den du anstellen solltest. Hast du mal meine Karriere mitverfolgt? Ich habe nie gut ausgeschaut. Es gibt nicht einen Wettkampf. Und die zwei, drei Wettkämpfe, wo ich okay war, war super Zufall. Ich glaube nicht, dass ich der Typ sei. Er sagt, nein, ich sei eine Legende hier in Kolumbien und ob ich doch mal da runterkommen könnte. Und er hat mir so ein Bild geschickt von seinem Team. Team El Tornados in Bogota. So habe ich mir das Bild angeschaut und die Frauen waren so freaking schön auf dem Bild. Ich dachte, okay, jetzt gehe ich da mal runter. Habe ich mit denen also eine Woche, zwei trainiert, die haben mich bezahlt. Und dann fragten die mich, ob ich das Team betreuen könne für den Amateur-Olympia in Medellin. So, ich dachte, okay, ich muss besser hier irgendwie mal mich da... ich muss mal lernen, wie man Leute betreut, gell? Wie man Leute in Form bringt. So habe ich gedacht, gibt es keinen besseren, denn Dave Palombo. Ich habe da immer so seine Videos angeschaut und sein Wissen. Ach, das war die Zeit, also das Seminar besucht hattest, oder? Ja, das war vor dem Seminar. Die Seminare habe ich später auch besucht und habe ich angefangen zu lernen. Ich habe auch so ein Buch gefunden oder so ein Internetartikel, aber die letzte Woche der Top Pros. Und habe sogar den Dorian ausgefragt, da war der bekannte Incident, ob du dich erinnern kannst, ich habe darüber geredet, hinter der Bühne 96, wo der Dorian im nächsten Stall war, und so wie eine Kuh gepisst hat, ja. Wo ich da schon seit Tagen keinen Tropfen mehr ausgebracht habe. Und so habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, habe ihm das erzählt und kannst du mir mal so irgendwie sagen, wie du das da gemacht hast, Und ich war total erstaunt, Also total das Gegenteil, was ich eigentlich gedacht habe, wie man das machen soll. So, dann bin ich nach Kolumbien runter und habe 11 Leute vorbereitet zum Amateur-Olympia in Medellin. Und wir haben 4 Klassen gewonnen und jeder war in den ersten 3, 4. Die Leute haben alle genial ausgesehen, gell? So massig und trocken. Ich dachte, wow, ich habe hier was. Vielleicht hätte ich es mal 15 Jahre früher rausgefunden. Und das Geld war gut, dann habe ich immer mehr Anfragen gekriegt. Und das, was ich heute immer noch mache, also ich probiere mehr und mehr, um das Lifestyle-Training zu machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt mehr Leute auf dem Planet als Bodybuilder. Und vor 5, 6 Jahren, hat sich dann meine Karriere wieder total verändert. Ich habe so eine Frau getroffen, die Bikini-Wettkämpfe gemacht hat. Die hat sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Und jedes Mal, bevor diesem Moment, die Bikini-Girls hier waren immer am Schluss im Wettkampf. Also wenn die Bikini-Girls reingelaufen sind, bin ich rausgelaufen. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich habe so ein paar Mal Miss Olympia gesehen, aber im Olympia jedes Mal, ich gedacht habe, dass das eine gut ausschaut, wurde die letzte. Das ist so viel, wie ich verstanden habe über Bikini. Ja. So, sie hat sich vorbereitet, ihr neunter Wettkampf.
So, wir haben dann, wir sind ausgegangen und sie hat da so ein Team gehabt, so ein bekanntes Team, die ihr da alles gesagt hat. Und irgendwie habe ich gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn. You know, was ich weiß vom Coaching. Und gut, ich bin kein Bikini-Experte. Dann sind wir da zum Wettkampf hin und die hat da voll verschissen ausgesehen. Gell, you know? Und nach dem Wettkampf sind wir heimgefahren und ich habe gesagt, hey, an dem Tag war auch ein Profi-Wettkampf, Bikini-Profi-Wettkampf, Olympia-Qualifikation, neben dem Amateur-Wettkampf, die meine Freundin zurzeit da mitgemacht hat. Ich habe mir den Wettkampf angesehen und habe gedacht, wow, das ist irgendwie, ich begreife es, was die sich ansehen, was die wollen. Und ich habe ihr gesagt, auf dem Weg nach Hause, gib mir 3 Monate, ich bereite dich auf eine Bikini-Show vor. Die Veränderungen waren unwahrscheinlich. Und es hat mich mehr und mehr fasziniert, weil wie man das so anpacken muss. Bei Bodybuilding irgendwie so blase alle Muskeln auf, keep die Mittelpartie schmal und irgendwie, wenn du die Genetik hast, sieht es wahrscheinlich gut aus am Ende. So jetzt ein bisschen so, you know, in Kürze, aber es ist mehr oder weniger. Bikini, wie auch Wellness, muss man viel mehr planen, you know, so. Bikini kannst du manchmal, Fortschritt heißt, dass du zu weit gehst. Ja. So habe ich da mehr und mehr mich interessiert, bin an die Wettkämpfe hingegangen und an manchen Wettkämpfen hier in Kalifornien hatten wir 300 Bikini-Girls und 15 Bodybuilder. So habe ich da mehr und mehr Bikini-Girls trainiert und heute bin ich so ein richtiger Bikini-Experte. Letztes Wochenende war einer der Höhepunkte meiner Trainerkarriere. Wir gingen mit 2 Athleten zum Master USA, das sind die besten Amateure über 35. Mein Bodybuilder hat den Gesamtsieg geholt und mein Bikini über 50 hat den Gesamtsieg geholt. Und das Niveau ist unwahrscheinlich an diesen Wettkämpfen. Da waren 161 Bikini-Girls und wir haben den Gesamtsieg geholt. So irgendwie so, auch wenn ich mich mehr probiere auf Lifestyle zu konzentrieren, ich werde immer wieder so ins Coaching reingerissen und mache mir auch Spaß. So wenn irgendjemand Interesse hat, bin ich gerne bereit zu helfen. Das ist eigentlich, was ich so heute noch so mache, neben den Katzen, die wir umherjagen in der Wüste und zum Doktor bringen, trainiere ich noch Leute. Und dann bereite ich ein neues Projekt vor, ich glaube, dass vielleicht kann ich später zurückkommen, das vorstellen. Ich habe in der Vergangenheit, um all die Leute unter ein Dach zu kriegen, wenn man da 50, 60, 70 Leute trainiert, habe ich mit verschiedenen Apps gearbeitet, Fitness-Apps gearbeitet, aber nie hat mir eine richtig gepasst. So, jetzt habe ich meine eigene zusammengestellt. Seit einem Jahr arbeite ich sehr intensiv an dem und im Januar kommt hier raus so eine total neuer Weg, wie man Athleten trainiert online, wo man es sehr individuell behalten kann, aber dann gleich die Möglichkeit hat, eine größere Masse Athleten zu trainieren, ohne dass man die verarscht und nur so standardisierte Pläne rausschickt. So, im 22. Januar kommt die raus und ich freue mich unwahrscheinlich. Die neue Firma, der Name ist Fitnetics und ich werde darüber sprechen, wenn es soweit ist. Verfolgst du den Profi-Bodybuilding-Zirkus heute noch intensiv? Oh, absolut, ja. Oh ja, ich gehe jedes Jahr in Olympia hin. Ich bin da sehr engagiert in der Comment-Section, in manchen Instagram-Pages und Seiten. Bin sehr fasziniert, immer noch. Nicht mit allen Klassen. Ich bin kein Fan von Classic, überhaupt nicht. Okay. Nicht, weil dass die Jungs nicht genial ausschauen und die Präsentation ist der absolute Hammer. Aber ich denke einfach, die Gewichte sind zu niedrig. Mhm. Weißt du, wenn ich dran denke, was Classic Bodybuilding ist, wie Bob Paris, Barry DeMay, die werden alle 20 Kilo zu schwer. Mhm. So, ich sehe das auch mit manchen Athleten, die ich habe, die sind so weit entfernt. Es gibt manche Typen, die sehen okay aus, you know, so vom Körpertyp her in die Gewichtsklasse reinzugehen, das Gewicht, das sie brauchen. Aber fürs meiste denke ich immer, wenn ich mir so einen Wettkampf anschaue, das Gefühl, das ich immer habe, ist, die Typen werden gut sein in 2-3 Jahren, bis es mir dann immer wieder, nein, das ist das Gewicht, die haben keinen Raum der. So, ich denke, dass man das Gewicht wegnehmen sollte und einfach
es bewerten, was Klassik ist, you know, François Benfotto, Barry Dumay, Bob Paris, you know, und wäre besser. Die Physikklasse, das Level ist unwahrscheinlich. Ich bin ein Fan der Physikklasse. Also klar, die Boardshorts, ich bin nicht ein riesen Fan von ihnen, aber die werden besser und besser und breiter jedes Jahr. Ich sehe da manche auf der Bühne, die sehen wie Mini Ronnie Coleman aus, you know, viel, viel besser und runder, denn was ich in der Klassik sehe. Wellness, bin absolut fasziniert. Ich sehe mir Wellness an seit 2016, 17, als ich die ersten Wettkämpfe in Kolumbien gesehen habe. Das ist so die Traumphysik für mich mit den riesigen Beinen und den, you know, Hinterteilen und dann die Bikini Upper Body. Mhm. Genial. Bin ein riesen Bikini-Fan. Die Konkurrenz in Bikini ist ja Wahnsinn. Ich meine, dieses Jahr sind 50 Girls oder so sind qualifiziert. So die Genetik, you know, wenn du die Top-Leute-Girls dir anschaust mit den Mini-Talien, und es ist der absolute Wahnsinn. Und wie die trainieren, 4-5 Mal in der Woche trainieren da den Arsch, wie wahnsinnige, also die Diäten, und bin absolut fasziniert. Und dann natürlich die Open. Ich meine, klar, da waren ein paar Jahre, dass mir nicht mehr so gefallen hat, wo ich denke, dass das Talent oder die Breite nicht mehr so da war. Aber es hat natürlich auch was zu tun mit der Physikklasse vielleicht. Wenn ich mir mal denke, dass all die Jungs in der Physikklasse, wenn die im Bodybuilding starten müssten, wäre das eine total andere Geschichte. Gell? Mhm. Aber dieses Jahr ist faszinierend, wenn ich mir das Teilnehmerfeld anschaue. Wen siehst du von den, nehmen wir mal die deutschsprachigen Athleten, als diejenigen mit dem größten Potenzial? Du hast ja beispielsweise neulich erst mit Tim Budesheim trainiert. Hast du deutschsprachige Athleten auf der Liste, wo du sagst, das kann in Zukunft was werden? Ich glaube, ja. So, die besten Deutschen sind in der Klassik. Aktuell ja, mit dem meisten Potenzial definitiv. So, der junge Wester Urs. Mhm. Super schön, aber wie gesagt, ich werde mal dieses Jahr mich ein bisschen mehr auf die Klassik konzentrieren, wenn ich zum Olympia fahre, dass ich da so eine bessere Meinung habe. Wie gesagt, kenne mich da nicht so aus. Jetzt, wenn es ums offene Bodybuilding geht, ist es ein bisschen enttäuschend, was aus Deutschland rauskommt im Moment. Und der Tim hat mich vom Menschen her eigentlich ziemlich beeindruckt. Ich weiß nicht genau, was bei ihm falsch gelaufen ist in den letzten paar Jahren. Warum die Fortschritte da nicht so kamen. Ich habe mit ihm geredet, ich habe mit ihm einige Gespräche mit ihm geführt und habe ihm auch so einen oberflächlichen Plan ausgelegt, was ich machen würde. Was daraus wird, weiß ich nicht. Aber ich sehe so, ich habe so wenn ich so sehe, wo er sein könnte, ich sehe ihn also als Jay Cutler. Wenn er irgendwie so die Schultern aufbläst wie Jay, you know, die Taille wird nie schmal sein. Das müssen wir vergessen. You know. Wenn er das irgendwie so ein bisschen noch gröber wird, den Rücken, die Schultern aufbläst und dann das irgendwie rausfindet mit den Feinheiten vor dem Wettkampf, sehe ich keinen Grund, warum Tim sich nicht jedes Jahr für den Olympia qualifizieren sollte. You know. Dann, wie es dann am Olympia ausschaut, kann er ein Top 10 sein? Ich denke mir schon. Ich meine, als ich Jay zum ersten Mal gesehen habe, ein Guest Posing, als er USA Champion geworden ist, ich hätte nie gedacht, dass dem wird was. Hm. Ja, der ging zum Olympia mit seiner weiten, blockigen Taille, hat es okay ausgeschaut, aber wow, hat er es bewiesen, dass auch mit der keiner Physik, Genetik, dass man da was unwahrscheinlich machen kann. Und ich sehe in dem so im Gleichen, kann er das draufpacken? Und nicht breiter werden in der Mitte, wird er das richtige Team um sich herum finden, wird sich das Team um ihn finden, dass er das richtig herausfindet, wie man perfekt auf der Bühne steht, das wird sich zeigen, aber ich bin zuversichtlich, dass er das, auf jeden Fall hat er die Willenskraft, er hat das Gehirn, warum nicht, genau, ich glaube, dass er sich für den Olympiades hier qualifizieren kann. Mhm. Wenn du damals alles auf den Punkt getroffen hättest, was du so oft nicht auf den Punkt getroffen hast, welche Chancen würdest du dir heute bei Mr. Olympia zurechnen? Oh, ich würde es gewinnen, jedes Jahr.
Oh ja, ich hab keine, so, wenn ich den Körper, sag mal, ich hätte einen Athleten, der so ausschaut, wie ich ausgesehen habe, 3-4 Wochen vor dem 97er Olympia. Ja, die Glutes müssen ein bisschen besser, größer sein, aber das ist eine total andere Ära jetzt. Ich meine, man hat das nicht so beachtet zu der Zeit, gell? Aber ich glaube nicht, dass jemand einen Zweifel hat, dass ich die Glutes aufbauen könnte. You know, hätte ich da Wert drauf gelegt. Gell? Aber nehmen wir mal den Körper, den ich hatte. Dann nehmen wir einen Coach wie mich. Ich bin nicht schlagbar. Das ist nicht mal möglich. You know? Ich gewinne 4-5 in der Reihe. Garantiert. You know? I mean, aber ich meine, das ist so viel If, you know, es sind so viele Ifs hier und wir sind 20 Jahre später jetzt. Jetzt, wenn ich mir das Line-Up dieses Jahr anschaue, ich denke, dass Rami 2013 besser war. Sehe ich tatsächlich Italien, auch so. Ja, ja. Seine Ober-Unterkörper hat besser gepasst, sein Unterrücken, you know, das ist irgendwas, ich weiß nicht genau, was da passiert, wenn die Jungs zu lange dran sind mit dem Unterrücken, da passiert was. Aber der große Unterschied natürlich auch jetzt zu 2013, 14, jetzt ist, da ist kein Phil Heath und da ist keine Kai Greene im Moment. So, from was ich sehe in den Bildern, wird er wahrscheinlich gewinnen. Ich glaube, dass er gewinnen kann. Dann haben wir den Hardy, ein bisschen blockig, der wahrscheinlich in den 3-4 ist, weil er einfach die Qualität hat. Jetzt den Nick Walker werden wir sehen. Ja, der hat sich verbessert. Mal sehen, wie der dann neben dem Rami ausschaut. Aber der hat eine gute Chance für die ersten 3-4. Aber mein Dark Horse, wie man sagt, ich denke, der alle total schocken könnte, den Olympia gewinnen, überragend und der nächste Superstar werden und die nächsten 3-4 gewinnen, Samson Dauda. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe vorhin ein Bild gesehen, das ist echt beeindruckend. Ja, ob die jetzt das da hinkriegen, genau, you know, total. In der Vergangenheit war es sehr gut an den Wettkämpfen. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, mit mehr Masse die gleiche Trockenheit zu bringen. Aber wenn er das machen kann, sehe ich keinen Grund, warum er nicht die Welt schocken sollte und den Wettkampf gewinnt. Auch jetzt schon? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich sehe mir die Bilder an von letzter Woche. I mean, ist unglaublich. Aber, das ist unmenschlich. All die Sachen, die wir jetzt da besprechen, die fallen zum Fenster raus, wenn die Jungs auf die Bühne laufen. Gell, you know? So dann plötzlich und nicht hart sind beispielsweise. Ja, genau, dann fällt alles raus. You know? Ich bin kein Fan vom Hunter Labrada. Mhm. Ich glaube, dass er noch nie irgendwie annähernd trocken war, wie es sein sollte. So, ich glaube, der fällt aus den ersten 5 raus. Mhm. Dann der Bonac hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, der Arnold Classic. Ich habe mir Bilder angeschaut von Gasposing vor einer Woche oder zwei und klar, die Hamstrings sind besser, aber die Front-Ties, glaube ich, dass der wieder aus den ersten 4-5 rausfallen wird, weil die Beine von vorne sind einfach nicht dick genug. Wenn er dann eben im Hadi und im Rami steht, ich glaube, das ist so schon, was man bei ihm sich nicht fürchten drum muss, ist, dass er in absolut Topform ist an dem Tag. Der Brandon mit seiner wunderschönen Physik ist immer gut für einen Top 3-4. So wird interessant. Ich glaube nicht an die neuen Gesichter. Criso ist noch nicht so weit. Vielleicht rutscht er in die Top 10, wenn er perfekt ausschaut, glaube ich nicht. Und dann der Andrew Jacked. Ja, das ist irgendwo zwischen 7 und 10, 11. Aber ich glaube, am Schluss werden die gleichen Jungs wieder vorne sein mit dem Dark Horse Dauda. Mhm. Dann habe ich zum Schluss noch eine Frage, die passt da sehr gut rein. Angenommen, du könntest mit deinem Wissen von heute nochmal starten, was würdest du in Bezug auf die Bodybuilding-Karriere anders machen? Und darin verflochten vielleicht, welche Tipps würdest du einem jungen Athleten mit auf den Weg geben? Du hast gerade schon gesagt, wenn du so einen jungen Jean-Pierre nochmal haben könntest, was würdest du dem sagen? Ah, manchmal denke ich über das nach. Ich probiere es nicht zu häufig zu machen, weil Das macht dann auch ein bisschen traurig wahrscheinlich. Ja, ein bisschen, ja, es bringt nicht viel. Gut, erste Regel, Wasser trinken. Trink Wasser. Nein, sind so Kleinigkeiten. Ist eine Sache, die mir immer einfällt, ist,
so 10, 12 Jahre, wenn du anfängst mit den Steroiden, die Sachen, irgendwie fängst du dich an zu verändern. Und ich glaube, um zu gewinnen, was sehr viel hilft oder nötig ist, dass du ein glücklicher Mensch bist. Wenn ich mir den Ronny anschaue, was war der größte Unterschied zwischen einem Ronny und mir? You know, I mean, der Ronny war so zufrieden. Der war so glücklich, ein Bodybuilder zu sein, wo ich ständig Sachen hinterfragt habe. You know, ich wurde so wirklich so ein miserabler Typ. So die letzten ein, zwei Jahre in der Schweiz habe ich immer so, die Schweiz habe ich immer so, es ist die Schulter Schweiz, you know, weil die Leute um mich herum sind negativ und habe ich jedem anderen die Schuld gegeben. Als ich dann nach Amerika gezogen bin, habe ich gemerkt, nein, es ist nicht die Schweiz, es bin ich. Irgendwie so ein gutes Leben zu führen, happy zu sein, es ist sehr, sehr wichtig. You know, das habe ich zurzeit nicht so begriffen. Ich kann mich erinnern, ein Incident, wo ich mit dem Roland Schurlock in der Bar gesessen bin, nach dem Wettkampf, ich glaube, das ist der 98 Olympia, Arnold Classic. Und wir waren beide so total miserabel, wie man sagt, so total so negativ. Und ich habe ihm gesagt, sowas wie, ich glaube, ich sitze lieber im Gefängnis als diese Scheiße mit den Diäten und so Zeugs. Und das begreife ich heute nicht, weißt du, dass ich das nicht geschafft habe, irgendwie so die Balance zu finden, so irgendwie glücklich zu sein, you know, zu trainieren. Weil der Lebensstil ist schon wahnsinnig, you know, du reist umher, du triffst die Leute, jeden Raum, den du reinkommst, bist du der Mittelpunkt, die Leute bewundern dich. Gell? Man muss sich schon bewusst sein, wie privilegiert man ist, you know, verdient gut Geld, you know, man geht ins Studio, man trainiert. Und ich habe das mehr und mehr über die Jahre, ist es so eine Negativität für mich, ist mich aufgekommen, die mir sehr geschadet hat, wenn sich um meine Karriere gehandelt hat. So Sachen, ich probiere, oder wenn ich zum Beispiel mit einem meiner Athleten, wenn ich da irgendwie was sehe, so wie man seinen Partner nicht gut behandelt, so irgendwas, das schreite ich sofort ein. Ja, wenn wir das dann nicht auf die Reihe kriegen, es ist, die Welt hat nichts zu tun, dass du auf Steroiden bist, you know? Wie du die Leute behandelst, you know? Du bist quasi, du repräsentierst Bodybuilding jeden Tag, wenn du überall, wo du hingehst, you know? Wenn du dir das nicht bewusst bist und nicht bewusst bist, wie gut das Leben ist und wie die Leute um dich herum, wie die für dich kämpfen, und wenn du da irgendwie das nicht siehst, habe ich keinen Platz für dich. Ja, ich kann mich erinnern, manchmal kam ich nach Hause und habe da meine Freundin angeschrien, weil sie 10 Minuten zu spät war mit dem Essen. Das ist total so eine Schande, wenn ich da heute zurückdenke. Gell, you know? Und ich sehe das bei einem Ronny so nicht, weißt du, wenn ich sehe, wie der ist nach heute, wie er positiv ist mit den Problemen, die er hat. You know, so, das sind so Sachen, die ich meinen Athleten versuche rüberzubringen. Und dann die andere Sache ist, ich bin auch heute absolut überzeugt, dass es die Riesendosierungen nicht braucht und dir nur schadet. Ja. Ich hab einen Nordamerikan Champion gehabt vor 2 Jahren, Gesamtsieger, der fast nichts nimmt. Und ich habe immer gedacht, der Grund, warum er fast nichts genommen hat, zuerst war, er hatte Probleme mit seiner Leber. Okay. Und er sagt, es hat für mich keinen Sinn, der hat immer die lokalen Shows gewonnen. Ich habe ihm erklärt, das ist ein Vorteil. Genau so, du bist schon so aus mit den niedrigen Dosierungen, du brauchst nicht mehr. Nach 2 Jahren haben wir die nordamerikanische Meisterschaft, den Gesamtsieg gewonnen. Und es ist, manchmal verliere ich Kunden, die speziell, da kriege ich einen Kunden, dann sagen die mir, was die genommen haben. Sage ich, hey, okay, wenn du mit mir arbeiten willst, müssen wir das alles irgendwie, gehen wir aus dem Zeug raus, nehmen dies und das und dann in 4, 5 Monaten gehst du zum Kardiologist und machst diesen und diesen Test, dann sehen wir uns das an und dann schauen wir, ob wir was zusammen machen können. Dann sehe ich die eine Woche später, wie die verkünden, dass sie diesen und diesen Trainer angestellt haben. Ja, ich bin einfach da nicht bereit, irgendwie, wenn ich zum Teil sehe, was die Trainer machen, das sind irgendwie Kriminelle.
Genau, wie kannst du das einem Jungen sagen, hey, nimm 2 Gramm Testosteron in dieses und das und dies und dieses, wenn das Potenzial noch nicht mal nahe der Erschöpfung, in der Erschöpfung ist, ja? Ich meine, zuerst mal muss man sehen, dass du mit dem Training alles perfekt richtig hast, mit der Ernährung alles richtig hast, you know? Und dann nimmt man so ein Minimumstoff und dann langsam, wenn wir sehen, wo deine Möglichkeiten sind, ja, you know? So von dem her, ich liebe es, die Jungs zu trainieren und ich hoffe, dass ich da irgendwie einen positiven Einfluss habe in der Richtung, die Leute so gesund zu behalten und trotzdem erfolgreich zu sein. Ich bin mir absolut überzeugt, auch wenn sich da einer meiner bekanntesten Freunde aus Deutschland sieht das total anders, dass er immer noch denkt, dass sein größter Fehler war, dass er nicht genug dass er mehr nehmen sollte in seiner Karriere. Ich meine, ich hoffe, dass er das nicht so ernst nimmt, aber ich bin mir hundertprozentig überzeugt, dass man sich da nicht umbringen muss, um ein erfolgreicher Bodybuilder zu sein. Das war, wie gesagt, die letzte Frage von mir. Willst du abschließend noch ein paar Worte an die Community richten? In dem Kontext darfst du natürlich auch gerne sagen, wo die Leute dich auf Social Media finden und kontaktieren können. Ich bin leicht zu erreichen, Jean-Pierre Fuchs Fitness auf Instagram oder mein Name Jean-Pierre Fuchs auf Facebook. Ich hab eine Webseite, jeanpierrefuchs.com, mein Name, wo es dich zu einer Form bringt, die du ausfüllen kannst, um mit mir in Kontakt zu kriegen. Ich werde jede Message werde ich beantworten. You know, es ist kein Problem, sich mit mir in Kontakt zu bringen. Was ich sagen muss, ist, ich habe das ein bisschen schon so, ist unwahrscheinlich wichtig, dass Glück und Erfolg im Bodybuilding, glücklich zu sein im Bodybuilding, Erfolg zu haben, geht zusammen. You know? Und all die Scheiße, die du da hörst, was die Jungs nehmen müssen und sollen, und das ist alles Bullshit, you know, so. Ich weiß genau, was ein Dorian genommen hat. Ich weiß genau, was ein Kevin Lerone genommen hat. Ich weiß es in Details. Die Leute lügen mich nicht an. Und es ist nicht halb von, was ihr da draußen denkt, was nötig ist. Wenn es nötig ist, dass du so viel nehmen musst, außer dass du deinen Körper zerstörst, deinen Geist zerstörst, du wirst nicht viel, vielleicht wirst du 50, vielleicht 60 und wirst einen Herzinfarkt sterben, das ist nicht wert. You know? Da gibt es so viel mehr im Leben, denn einen riesen Muskel zu haben, wie geil es auch ist. You know? Und und an alle da draußen auch, you know, ich seh das oft, wie die Jungs ihre Partner nicht behandeln, wie es sein soll. Das ist, kannst glücklich sein, guter Mensch sein, die Community in einem positiven Sinn beeinflussen. You know, ein super Bodybuilder werden zur gleichen Zeit. You know, das ist irgendwie, was ich zum Abschluss hier sagen will. Dann danke für die abschließenden Worte. Ihr habt es gehört, checkt den JP auf jeden Fall ab auf den gängigen sozialen Medien. Findet ihr natürlich auch, verlinkt in der Beschreibung nochmal alles. An der Stelle, JP, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Mich auch in diesem Sinne. War es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts? Bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.